I like motorcycles. They go vroom vroom. Herzlich willkommen zu TNT Ausgabe Nummer 13. Wir schreiben den 28. April 2006. Ja. Mein Name ist The Bonds. Und mein Kollege hat sich gerade schon zu Wort gemeldet mit einem leichten und flockigen Ja. Ich begrüße JFK. Tut mir leid. Macht doch nichts. Och, macht doch nichts. Stell dich nochmal vor. Hallo. Hallo, ja. Das sind schöne Wörter. Was ist alles angefallen in der letzten Woche? Ist viel passiert. Ja. Wollen wir mit Lockdown anfangen? Wir können gerne mit Lockdown anfangen. Wir wollen nicht so viel drum herum reden. Wir wollen heute mal richtig gleich mit Themen begeistern. Oh ja. Weil wir inhaltlich eigentlich top sind. Qualitativ hochwertig. Okay. Dann fangen wir einfach mal an. Nehmen wir uns die Results zur Brust oder wie machen wir das? Oder den Report. Nehmen wir mal den Report. So. Auffällig bei der Show war, dass es in der Pre-Show keine Matches gab dieses Mal. Ja, weil man natürlich dann auch schon ein, zwei Cage-Matches gehabt hätte und das ist ja das, was Lockdown so ausmacht. Richtig. Es ging los mit dem World X Cup Preview Match zwischen Team Japan, dort waren Black Tiger vor, Minoru Tanaka und Hiroki Goto. Wenn man hier... Was geht denn da ab? Bei mir schreien sie draußen wieder rum, da sind die Kannibalen entlassen worden. Ja. Geht's richtig los. Wenn man hier die Klammern direkt an die Namen ransetzt, ne? Ja. Dann hat man hier auch das... Ach, da hinten. Das ist richtig. Gut. Das sieht ja so ein bisschen beknackt aus. Das ist richtig. Egal, zumindest trafen Black Tiger 4, Minoru Tanaka und Hiroki Goto auf Alex Shelley, Sonjay Dutt und Jay Lethal von Team USA. Ja. Was sagst du diesem Match? Klasse Match. Nicht ganz abfuckfrei, aber es war sehr schön anzusehen. Ja? Perfekter Opener. Welche Abfucks sind dir da eingefallen? Was fällt dir jetzt spontan ein? Es gab relativ am Ende gab es zwei kleine Abfucks. Ich meine von... Oh Gott, von wem denn? Ich glaube von Jay Lethal, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich kann mich nur an ein grandioses Match erinnern, was einen guten Matchverlauf hatte und meiner Meinung nach richtig gut auf den X-Cup eingestimmt hat. Und was sagst du dazu? Also ich finde, der X-Cup hat echt Potenzial. Ja. Ich glaube, da sehen wir sehr schöne Matches noch. Das Einzige, was mich schockiert hat, war, dass auch Team Mexico vor Ort war. Das hat mich nicht schockiert, aber das Wort schockiert sagt er schon, nämlich Schocker ist ebenfalls im Team Mexico. Das schockiert mich überhaupt nicht. Magst du Schocker? Nein. Das hat mich trotzdem schockiert, weil ich wollte den Typen nicht mehr sehen. Ich war so froh, dass TNA den nicht mehr auf der Karte hatte. Ja. Und dann bringen sie den wieder. Ich meine, der Typ ist irgendwas mit 25, sieht aber wirklich aus wie 80 irgendwo. Zumindestens wie, hat einen Körperbau wie 60. Ich habe vorher schon gesagt, hat einen Körperbau wie den Flatliner. Und der Flatliner ist ja auch ziemlich bekannt jetzt, wie wir seit der letzten TNT-Ausgabe spätestens wissen. 1,1 Millionen Zuschauer. Richtig, 1,1 Millionen Deutscher kennen jetzt den Flatliner. Ich glaube, das ist mehr Deutsche, die den Flatliner jetzt kennen, als Alex Shelley. Ja, gut. Kann man das so sagen? Das ist zu befürchten, ja. Das ist zu befürchten, das ist vollkommen richtig. Obwohl natürlich Alex Shelley, das war jetzt kein Vergleich. Aber es war nur ein Vergleich, wie bekannt er ist. Das sind immer komische Vergleiche. Ja, das macht es dann nur, wie soll ich sagen, so deutlich. Weil Alex Shelley ist ja mehr... Würde sich ja mehr lohnen, ihn zu kennen, als einen Flatliner. So, dann setze ich mal noch mehr in die europäischen Nesseln hier und rede so weiter. Richtig. Zumindest hat mir das Match sehr gut gefallen.
Und wir haben auch getippt, das Match. Ja. Haben wir. Richtig. Wie hast du getippt? Hast du das noch irgendwie parat? Ich hab's parat, aber ich hab's sogar im Kopf, aber ich wähle trotzdem nochmal die Tippseite hervor, damit wir auch alle sehen, ob ich nicht schon wieder gewonnen habe dieses Duell. Wie es ja bisher immer der Fall war. Hm. Was heißt eigentlich ACP? ACP? Hm? Admin Control Panel. Hast du nicht als Moderator? Nee, aber ich hab Moderator Control Panel. Ja, da kannst du wohl irgendwas in deinem Bereich machen. Und werte das mal nicht so ab. Ja, da kannst. Ich werte das gar nicht ab. Meine Arbeit macht mir Spaß. Ja, du bist ein großartiger Moderator. Dankeschön. Bitteschön. Nicht nur bei TNT und Impact. Sondern auch im Forum. Danke. Ja, bitteschön. So, dann gucke ich nochmal an. Das ist jetzt alles schon auf Sacrifice umgestellt. Meine Leute arbeiten natürlich auch gut. Da ist alles up to date im Forum. Ich danke zum Beispiel jetzt MDoc, der jetzt das ganze Tippspiel ausgewertet hat und das alles organisiert hat wieder. Sehr, sehr schön. Mit den Preisen regeln wir noch. Entweder werde ich einen Preis stiften aus Privatcast oder unser neuer Partner WrestlingShops.de. Weiteres werdet ihr dazu sicherlich noch demnächst erfahren. Das ist jetzt vollkommen das Falsche, was ich angetickt habe. Ich habe mich auch eben gefragt, was es zu bedeuten hatte. Das weiß ich auch nicht. Zu bedeuten hat, der klingt fast wie Van Beuten, der geht ja auch bald weg, aber das ist ein anderes Thema. Ich hoffe aber nicht. Der geht nicht. Der geht nicht, nee, kann sich ja keiner leisten. Wie sollen die Bayern so viel Geld aufbringen? Sind noch arme Schlucker alles. Die Bayern haben die Vereinsbank. Ja? Nicht? Weiß ich nicht, kann sein. Du meinst mit dieser Bayern-Sparkarte? Und wenn die Bayern Tore schießen, kriegst du auch Geld. Nein, das ist ja cool. Mhm. Auch wenn ich in Wien wohne. Ich bin aber 60er. Er kapiert's nicht. Okay, ich sage es nochmal kurz. Das sind doch legendäre Spots. Ja, großartig. Mhm. Wir haben nämlich beide auf USA getippt. Da haben wir schon mal ins Fettnäpfchen getreten. Oh. Ach, du hast es, Für uns beide. Du hast es gepostet? Ja, ja. Das interessiert doch keinen. Wenn er das gehört hätte, muss er sich nochmal lesen. Wir haben somit automatisch am offiziellen tnfans.de Lockdown-Tippspiel mit teilgenommen. Das mache ich die nächsten Monate auch. Wenn du dann, was gewinnen wir denn jetzt? Noch nichts. Wenn du am Ende des Jahres die meisten Tipps richtig hattest, also die meisten Punkte aus Tippspielen richtig hat, also es gibt 15 Punkte pro Tippspiel. Wenn du also am Ende, was ich nach 12 Pay-Per-Views, lass mich mal rechnen, ich glaube 180 Punkte erreicht hast, dann hättest du alles richtig gehabt, dann bist du der Sieger. Dann kriegst du einen Preis. Okay. Das ist der Anreiz daran. Nicht wie es bei anderen Leuten ist. Heutzutage veranstaltet ja jede Seite ein Tippspiel. Ja. Aber hier bei uns, bei tnfans.de, da gibt es noch Preise dafür, dass man tippt. Toll. Kannst du mal sehen. Und deshalb beteiligen sich auch so viele. Wieder irgendwie 70 Teilnehmer oder so. Bin ich sehr froh drüber. Mhm. So, genau. Wir haben beide auf zumindest USA getippt. Haben wir ersten Fehler schon mal falsch. Haben das erste schon mal falsch. Egal, das ist ja. Geht ja meist hier um den Pay-Per-View. Wenn ich was wir getippt haben, das ist ja eigentlich zweitrangig. Aber natürlich immer noch interessant. Das nächste habe ich richtig. Da war es nämlich Christopher Daniels gegen Low-Key bzw. Senshi, wie er jetzt heißt. Senshi. Was denkst du denn über den Namenswechsel von Low-Key? Ja, ich habe schon auf dem Cyborg die Vermutung geäußert, ob vielleicht die ehemalige Kanzlergattin da geklagt haben könnte. Aber warum das? Für unwahrscheinlich. Ja, die heißt auch Low-Key. Hm? Ja. Die ehemalige Kanzlergattin? Ja. Doro Schröder-Köpf? Na, noch ganz viel früher. Ja, ja, gut, ich denke jetzt erstmal... Du hast doch hier dieses schöne Google-Fenster. Achso, ich glaube, dann wird das hier überschrieben, ne? Dann mache ich mal lieber einen neuen Tab. Das ist ja kein Problem. Machen wir jetzt mal ein bisschen politische Bildung hier. Wer war Low-Key? Genau. Huch. Hallo, Low-Key Schmidt. Ah, ja, toll. Da, siehst du? Das ist ja toll. Großartig. Jetzt gucke ich mir nochmal ein Bild dazu an. Die ist ja toll. Die sieht genauso aus wie Low-Key. Das kommt auch dazu. Ja, hör mal auf. Nein, ich bin sehr froh, dass Low-Key wieder zurück bei TNA ist übrigens. Du nicht? Hat mir sehr gut gefallen, das Match. Also ich, für mich persönlich, viele sagen es ja nicht, viele stimmen mir zu, sogar Pavic stimmt mir zu. Für mich war es das Match of the Night. Oh. Ich hab gewusst, dass du so reagierst. Nein, weil
Da war alles dabei. Wie gesagt, da war Submission Wrestling dabei, da war schnelleres Wrestling dabei. Und war alles sehr sauber durchgeführt. Es waren komplette 12 gute Minuten Wrestling. Meiner Meinung nach. Ja, stimmt ja auch. Da wird wirklich alles. Also, und es war Selling dabei. Es war nicht das übliche X-Division-Gekloppe, was man später noch gesehen hat im Escape-Match. Aber es war halt so sehr intensiv. Also, wie soll ich sagen, vielleicht nicht so atemberaubend wie das Escape-Match. Aber ich fand's sehr gut. Wie gesagt, vielleicht Match of the Night. Nein, ich sage nicht auf Match of the Night, aber ich gehe auf Showstealer. Ja, natürlich. Okay. Allein wegen dieses Schocks, dass Loki wieder da ist. Richtig. Leider wurde ich da allerdings vor dem Pay-Per-View noch gespoilert, weil ich die News dazu online gebracht habe. Ja, das darf man nicht machen. Ja, das soll man machen. Ich muss die Scheiße online bringen. So, ja. Egal. Bei Loki war ich gespoilert, aber was soll man machen? Ja, also. So, zumindest hast du das richtig getippt, damit steht's 1-0 für dich. Ja, sehr schön. So kann's weitergehen. Dann geht's weiter. Zur Armwrestling Challenge. Oh, da habe ich, glaube ich. Conan gegen Bob Armstrong. Da habe ich mich vertippt. Und ich habe verdammt nochmal diese ganzen 5 Minuten oder wie lange das ging oder 10 Minuten gehasst. Ich frage mich etwa, ob TNA für diese Scheiße wirklich noch irgendwie Zeit investiert. Ich weiß echt nicht. Und ich fand es gut, dass die Fans das erste Mal sich endlich auch gegen diesen Dreck gewehrt haben und Boring gechantet haben. Weil, ganz ehrlich, so macht man auch das eigentlich gewünschte Tag Team von allen Fans, BG James und Kip James, wieder kaputt. Weil es vollkommen langweilig ist, diese Fehde. Ja, sie hätten ein Match kriegen sollen, das stimmt wohl. Besonders brauchen wir einen Bob Armstrong. Da draußen. Besonders brauchen wir jetzt Bob Armstrong, so wie der in die Shows einbaut. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, da gibt es ganz andere Leute. Da sollen sie von mir aus Sean Waltman zurückholen und sollen den an die Stelle von Bob Armstrong setzen. So, fertig, da kann man auch Lachs gegen ja, genau. James Gang machen. Das fertig. Wäre dann ja auch sehr feige, wenn ja. sie in Sean Waltman einen Mann in den 30ern attackieren. Das ist natürlich absolut daneben und nicht zu ja, tolerieren. Natürlich, aber dann hätte man, gut, Sean Waltman hat eine harte Vergangenheit, wenn man den attackiert. Ich glaube sogar Shine hat mal gesagt, der alles andere als sauber ist in den Ohren, dass es sich wundert, wie Sean Waltman es immer wieder schafft, am Leben zu bleiben. Andere Leute, die das durchmachen, was er durchmacht, werden schon längst daran krepiert. An die ganzen ja. Drogen und so weiter, die er ja gerne konsumiert. Tun wir ja auch gerade. Richtig, aber in Form von M&M's. Ja. Heute bin ich nämlich mal Straight Edge. Kein Bier, kein James Storm Bier. Das finde ich sehr vernünftig. Aber die M&M's machen leider auch süchtig. Ja, da hast du leider recht. Nee, zumindest kann ich das nicht akzeptieren. Ich hoffe, dass die Fehde damit jetzt endlich beendet ist. Dass mit den Straps Schlägen da am Ende, dass es jetzt endgültig zu Ende ist. Und ich glaube wirklich, dass sie die 10 Schläge eigentlich komplett durchziehen wollten. Tja. Kennst du erst den Eindruck? Aber gut, dass sie es nicht gemacht haben. Nach 4 Schlägen war dann Schluss, dann haben sie noch ein paar Schläge gekriegt und gutes. Da habe ich auf Bob Armstrong getippt und du natürlich auf Conan. Ja. Hätte Conan ne? gewonnen, hätte es ja geheißen, dass die Fehde fortgesetzt wird. Ja. Somit schön. Ist sie beendet. Face-Sieg, fertig, die alte Mann hat gewonnen. Gut ist. Ich hoffe zumindest, dass sie beendet ist. So, damit steht es wieder 1-1. Ja. Und dann kamen wir schon zum X-Division Escape Match. Ja, etwas früh. Ja, okay, fand ich. Also okay. Ja. Das Problem war, man hätte das Daniels Match vielleicht noch ein bisschen später machen sollen. Hätte man machen können. Ich hätte persönlich auch das Anthem-Match viel früher erwartet. Ich hätte nicht gedacht, also von der Priorität her war ja, würde ich sagen, Lisa Lockdown, das NW Heavyweight Title Match und Sabu gegen Joe eigentlich. Und natürlich auch Team Canada gegen Team 3D, so wie soll ich sagen, von der Bedeutung auf der Card, so von TNA. Ja, das war doch das Anthem Match. Genau, ja. Aber dass diese 4 Matches auch wirklich hintereinander kommen, also dass sie wirklich von der Bedeutung angeordnet haben, hat mich gewundert. Manchmal hat man es ja mal, dass zum Beispiel bei Sabu gegen Abyss, Barb Wire Match, okay, da hat man es wahrscheinlich auch aufgrund der Ringseile gemacht, aber dass natürlich. Man das zum Beispiel als Opener gemacht hat. Ja. Egal. Zumindestens kam das Escape-Match und ich finde, das war dann auch sehr unterhaltsam. Wir hatten da ja fand ich auch. Wir haben die Shooting Star Press gesehen von Chase Stevens. War ich sehr überrascht von. Also ich glaube, das war ein sehr harter Move. Und da ist er auch... Ja gut, er hat niemanden gelandet, getroffen. Oder? Aber nicht so wirklich. Da hatte keine Lust, die einzustecken. Konnten sich irgendwie nicht einigen. Sah aber trotzdem gut aus, muss man sagen. Ja. Sehr high risk.
Ja. Ja, und Elix Skipper. War übrigens der erste Highspot am Abend. Ah ja, richtig. Der erste Gage-Spot. Ich habe ja gesagt, es gibt 7 oder so, ne? Hast du ich tippt. Glaub ich mal. Oh Mann. Egal. Zumindest sehr interessant fand ich persönlich auch. Die Männer außerhalb des Rings, Simon Diamond und Scott Moore, die sich ja blendend verstanden haben und einen Plan hatten, ja, Elix und PD machen erstmal den Rest fertig und so weiter, arbeiten zusammen. Und dann machen sie es untereinander aus. Und dann kam ja die Szene, dass PD Williams einfach gegen Skipper geturnt ist und ihn, glaube ich, eingerollt hat oder ähnliches. Ja, da gibt es, glaube ich, Krach im Team. Richtig. Und dann hatten sich auch Simon Diamond und Scott Moore in der Wolle. Ja, und leider wurde das nicht fortgesetzt. Ja, und dann hat ja noch praktisch Scott Moore P.D. Williams am Sieg gehindert. Das ist richtig. Da gibt es auch bestimmt noch Heat für. Aber das war auch eine sehr lustige Szene. Gut, eigentlich hätte ja Chris Sabin das Match gewonnen gehabt. Er kletterte ja nach draußen, wollte in Runden springen, aber dann war ja Scott Moore da, der ihn festhielt. Ja. Und davor, wie soll ich sagen, ihn davor bewahrte, auf den Boden, auf den Hallenboden mit beiden Füßen zu kommen. Sehr richtig. Da kam ja noch P.D. Williams hinterher. Wollte er ebenfalls hinterher springen. Beziehungsweise nicht hinterher springen, attackierte ihn ja noch. Nur um den Leuten. Scott Moore hat den Falschen abgefangen. Ja. Sowas Doofes. Das war echt. Erst läuft er bei Impact gegen die Kamera und dann stoppt er auch noch. Ach komm, den Spot hat er sehr gut gesellt. Also war sehr gut. Ich glaube, das war zwar nicht geplant, aber er hat es gut rübergebracht. Ja, okay. Ja, das war klar. Es war natürlich so schön, sehr gut, sehr lustig gebuckt eigentlich. Ich glaube, so ein Finish gab es beim Cage-Match noch nicht, dass der Manager seinen Schützling auf den Schultern auf einmal hatte. Nee. Weil er zufällig da stand. Und Sabin konnte so das Match gewinnen. Ja. Ja. Du wirst es nicht glauben. Auch das habe ich so getippt. Nee. Dass Chris Sabin gewinnt. Du hast auf Chase Stevens getippt. Ja, ich dachte, na. Hättest du getippt, wer zeigt den Spot im Match, hättest du richtig gelegen. Aber das wolltest du wahrscheinlich auch eigentlich machen, aber. So, jetzt. Ja, ein bisschen dumm gelaufen. Oh, egal. Es gibt Krach hier. Jetzt steht es 2-1. Nicht nur draußen, sondern auch drinnen. Das Match, wie gesagt, war uns sehr unterhaltsam und sehr gut auf der Karte, muss ich sagen. Also das Match hat mir wieder sehr gut gefallen. War dein Fazit? Würdest du nächstes Jahr bei Lockdown so ein Match wieder auf die Karte setzen? Nein. Nein? Nein. Warum? Zu viele durcheinander. Also, ja. Natürlich, man kann mit vielen Leuten immer schöne Sachen machen und gerade jetzt auch im Cage-Match und so. Tower of Doom mäßig kann man da alle möglichen Leute zusammenstapeln und so. Aber da waren einige Leute dabei, die ich lieber in Singles Matches oder Triple Threat Matches gesehen hätte. Und so, weiß ich nicht, hat das doch ein bisschen an Bedeutung auch verloren. Da hat man irgendwie gedacht, ja, die müssen irgendwie auf die Card, also. Obwohl das natürlich mal schön war, natürlich, denke ich mal, für Leute wie Alex Skipper, Chase Stevens oder Sharkboy zumindest mal auf die Pay-Per-View-Card überhaupt zu kommen. Und nicht in der Pre-Show zu wirken. War auch ein bisschen zu doof für die Regeln, glaube ich. Ja, die Regeln waren ja nochmal folgendes zu sagen. 6 Männer starten, 4 Männer müssen durch Pin oder Aufgabe eliminiert werden. Und die letzten beiden müssen dann, der Erste, der den Käfig verlässt. Ja. Der Erste, der den Käfig verlässt. Das wird schwierig. Genau. Nein, wer natürlich den Käfig als Erstes verlässt, mein Gott, was ist los? Der hat dann letztendlich gewonnen. Aha. Ja. Was wollte ich eigentlich letztendlich sagen? Ich finde das eigentlich ganz nett so. Obwohl, das Match gab es ja letztes Jahr auch schon. Wenn du dich erinnern kannst. Ja. Da hat ja Shocker das Match gewonnen. Allerdings waren letztes Jahr 4 Leute an dem Match beteiligt. Und es gab die Elimination-Regel noch nicht. Da hieß es gleich, wer zuerst über den Käfig ist, hat gewonnen. Soweit ich mich erinnern kann. Jetzt haben wir es auf 6 erweitert. Ich fand es eigentlich eine ganz nette Idee. Auch, da das Ganze ja zuerst auf Tag-Basis aufgebaut war. Das kurz, also über längere Zeit nur 2 Leute gleichzeitig im Ring waren. Was ja auch bei dem einen Ring ja wohl auch besser so war. Ja. Dass sie nicht 6 Leute da die ganze Zeit weggekickt haben, sag ich mal. Gut, dann kam es zu Sabu gegen Samoa Joe. Ja. Ich habe mir sehr viel mehr erhofft, muss ich sagen. Ja. Also Sabu hat so 2-3 seiner Standard-Sachen gebracht. Mit dem zum Beispiel vom Stuhl abspringen und dann in die Seile und dann wieder zurück und so. Das war auch alles wunderbar. Aber ich weiß nicht, irgendwie hatte ich so den Eindruck, als hätten die beiden irgendwie
als wären die auf Sparflamme gelaufen. Ja, das weiß nicht, war so mein Eindruck. Aber ja, das Problem an dem Match war eigentlich letztendlich, denke ich mal, der gebrochene Arm von Sabu, den er sich in Mexiko geholt hat und deshalb ja, auch nur bedingt einsatzfähig war. Also erstmal Respekt dafür, dass natürlich Sabu überhaupt angetreten ist, das muss man sagen. Aber Sabu ist ja sowieso zu verrückt. Der kann auch 10 gebrochene Rippen haben oder kein Rückgrat mehr oder was weiß ich, der steht noch im Ring. Allerdings, ja, dafür auch natürlich Respekt. Auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, das war für mich zumindest vorab das Match, wovon ich mir am meisten versprochen hatte. Ganz ehrlich, Sabu gegen Samoa Joe, fand ich eine Partie, wo ich dachte, das könnte richtig gut werden. Oder spektakulär. Ja. Gerade aufgrund der Six Sides of Steel Stipulation, die ja Lockdown nur so hergibt. Aber leider hat man nicht wirklich was, wie soll ich sagen, hat man nicht irgendwas gebracht, woran man sich, glaube ich, noch irgendwann dran erinnern wird. Richtig. Das ist, glaube ich, ein kleines Problem gewesen in diesem Match. Es ging ja auch, glaube ich, nur 7 Minuten, war, glaube ich, sogar das kürzeste auf der gesamten Card. Selbst der Opener, und ich glaube, selbst die Armwrestling Challenge, ging länger als dieses Match, was man auch an der Reportlänge übrigens sieht. Ja, war sehr enttäuschend leider. War zwar trotzdem solide, es war kein Match, wo ich sage, oh mein Gott, das kann ich mir nicht angucken, das war schädlich schlecht, aber es war halt auch, ich denke mal, beide Männer hätten mehr rausmachen können. War das, wo ich das jetzt hier gerade lese mit dem Diamond Cutter von Joe, war das die Szene beim Pay-Per-View, als einige Fans RKO gechantet haben? Kann sein, auf diese Chance habe ich nicht geachtet. Ach so. Und ja, mir ist es irgendwie aufgefallen. Ich weiß noch nicht mal, an welcher Stelle das war. Es war auch etwas leise. Sabu hat einen Stachel in der Hand. Und will auf Joe einstechen. Ja, ein Stachel. Man kann auch einen riesen Nagel sagen oder so. Aber Joe zeigt den Armbreaker gegen den gebrochenen Arm von Sabu. Tja. Gut, das war's zu diesem Match. Wir haben beide auf Samoa Joe getippt. Ja. Damit steht es 3-2 für mich. Nee, es gefällt mir nicht. Na gut, es muss. Aber es geht ja noch weiter. Ja. Dann kommen wir zu Team Canada gegen Team 3D. Ja. Ray, Devon und der von mir genannte Giftzwerg. Gegen Root A1 gegen Eric Young. Ich fand's ganz persönlich gar nicht so schlecht. Ich fand, erzähl erstmal du, warum fandest du schlecht? Ich fand's langweilig. Weil irgendwie. Ja. Mich reißt jetzt so das Team 3D im Moment nicht so sehr vom Hocker mehr. Darfst du was denn hier sagen? Wie? Du musst doch hinter denen stehen bei Impact. Ach ja, bei Impact, okay. Aber das hier ist ja, Ladies and Gentlemen, this was a shoot. Ach so. Was das bedeuten soll, werdet ihr spätestens am Sonntag dann erfahren. Ach richtig, Entschuldigung. Macht ja nichts. Nee, ist doch okay, warum nicht? Habe ich das vorweggenommen? Nö. Die Leute, die den Report lesen, können es natürlich jetzt schon wissen. Von Impact. Oder das. Impact ist natürlich schon wieder im Kasten. Ja. Kommt aber erst am Sonntag online. Nicht schlecht, ne, dass wir das schon wieder so schaffen. Das ist toll. Zum dritten Mal in Folge jetzt. Wir sind die Größten. Auf jeden Fall. Ja. Nee, ich musste dem Match aber ganz ehrlich sagen, dass ich von dem Match nichts erwartet hatte. Und es mir ganz noch viel schlechter vorgestellt habe. Und ich fand zum Beispiel, es gab einige nette Spots eigentlich. Erstmal die Situation rund um Eric Young und Brother Rund. Was? Rund um Brother Rund. Ne, egal. Ja, gut, okay. Das war jetzt von mir nicht so drauf angelegt, aber okay. Nee, aber ich meine, das war doch ganz lustig. Eric Young bewachte seine Flagge und Brother Rund stand davor und machte so eine Grinsebacke. So, hey. Und Eric Young so, hey. Und war so ganz so ängstlich. Ja. Wie er ja immer ist. Richtig. Oder zum Beispiel der Spot mit der Full Nelson Powerbomb von Brother Ray gegen Bobby Root, glaube ich, war es. Vom Top Rope. War ja auch nett. Oder andere Moves. Also ich fand das Match, wie gesagt, letztendlich nicht schlecht. Ich fand das wirklich, also es war zwar nicht der absolute Kracher, aber ich fand es für ein Team 3D Match war es ordentlich. Und letztendlich, es war ein bisschen overbooked. Was ich mich gefragt habe, ganz ehrlich, was ich immer noch frage. Der Referee war ja down in dem Match. Ja. Und Team 2D hat ja in dem Moment eigentlich schon die Flagge geholt. Hätte das Match also gewonnen. Ja. Da der Referee down war, das nicht gesehen. Dann hat natürlich Team Canada jetzt Team 2D niedergeschlagen und so weiter und so fort. Ja. Und hat er dann die Flagge wieder aufgehangen.
Als der Referee hochkam, war, hat er ja nicht gesehen, dass das Match eigentlich schon beendet sein hätte müssen. So habe ich mir eigentlich gedacht, ja, alles klar. Deutet alles auf einen Sieg von Team Canada hin. Oder nicht? Ja, nur eigentlich schon. Also, und dann, dann wenige Minuten später hat TSUD schon wieder die Flagge. Da habe ich mich gefragt, das hätte man noch weglassen können. Egal, zumindest, was mich gewundert hat, war es nicht so, dass die Gegner die Hymne das dachte ich nämlich auch, singen müssen? Ja. Und da kam ja nichts. Nee. Die haben einfach nur die Flagge schief aufgehängt, hochgezogen und dann meinte Bruder Strahl, jetzt wollen wir mal die Hymne spielen und singen und hören hier. Tja. Was? Bruder Strahl. Ja. Es war okay. Wir haben beide übrigens auf Team 3D getippt, wenn ich mich richtig entsinne. Schauen wir mal. Team 3D war ich. Team 3D warst du. Damit steht es 4-3 für mich. Immer noch. Für mich mit einem Punkt. So, dann ging's. Das gefällt mir nicht. Dann ging's zu Abyss gegen Christian Cage. Ja. So, und was sagst du diesem Match? War grandios. Grandios, wirklich, ne? Ja. Ganz ehrlich, für mich das beste Christian Cage-Match bei TNA bisher. Hat Christian, ich habe das während des Pay-Per-Views meine Mitgucker schon gefragt, hat Christian das erste Mal gebladet eigentlich? In seiner gesamten Karriere? Das ist mal eine sehr gute Frage. Ich habe Christian sehr, sehr selten bluten gesehen. Tja. Ich kann mich eigentlich an wenig erinnern. Vielleicht in irgendeinem TLC-Match mal, aber ich kann mich jetzt nicht an einen blutenden Christian erinnern. Ich nämlich auch nicht. Und der Biss hat sowieso, glaube ich, noch nie geblutet. Wenn, dann mal irgendwie so kleine Kratzer am Arm oder am Rücken, weil er ja immer irgendwo reinfällt. Nein, aber das Match hatte alles, was man erwartet. Ja, was man für ein Heavyweight-Title-Match braucht eigentlich. Ja. Da muss ich sonst ehrlich wieder alle Kritiker von Abyss strafen, wo ich sagen muss, die sagen, Abyss gehört nicht in den Main-Event, du bist nicht da fähig oder der ist halt nicht talentiert genug. Meiner Meinung nach, Abyss ist fähig, mit jedem Wrestler eigentlich ein gutes Match auf die Beine zu stellen. Ja. Ich habe das, also ich nenne jetzt wirklich, also das Match gehört zweifelsohne zu seinen besten Matches bei TNA von Abyss. Auch für Christian Cage. Ich fand das Match noch stärker von Christian gegen Abyss als jetzt das Match gegen Jeff Jarrett. Was hast du dazu? Okay, das eine war wrestlerisch sehr stark und das war jetzt eher schon Hardcore. Und Cage und die Stipulation und dann die harte Fehde und so weiter. Klar, es war intensiver. Aber ich fand das Match insgesamt, also ich würde mir das Match eher nochmal angucken als das andere. Obwohl ich mir beide nochmal angucken würde. Ja, auf jeden Fall. Werden wir auch tun, irgendwann mal. Das denke ich mir auch. Ja. Zumindestens, was ich noch sagen wollte, war, dass das Match ja alles hatte. Es hatte die Spots, es hatte, das mit den Thumbtacks war sehr nett. Ja. Es war wrestlerisch auch zeitweise nicht schlecht. Dann der Frog Splash von Christian Cage, von Cage, der zweite Spot, glaube ich, des Abends. Richtig. Dann sollte ja noch ein zweiter Spot, glaube ich, folgen, vom Cage, der dann in den Sunset Flip von Cage gekontert wurde. Oder war das nicht so? Er war doch auch noch mal als zweites Mal oben, und dann rollt er sich doch so runtergerollt. Vom Cage. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Egal. Zumindestens war das doch alles sehr nett. Das einzig Negative, was ich wirklich ankreiden muss, dass TNA Abyss seinen Finisher genommen hat. In der gesamten TNA-Zeit, in dem er da ist, sind immer, glaube ich, schon über zwei oder fast zweieinhalb, drei Jahre, die Abyss bei TNA ist, ist noch keiner aus dem Black Hole Slam herausgekommen. Und es war ja nicht so, der Black Hole Slam ist ja nicht gekommen, Abyss ist gelegen und dann ist Abyss irgendwann so rübergerobbt nach 5-6 Sekunden. Er zeigt den Black Hole Slam, pinnt ihn sofort und Christian kickt nach 2 wieder aus. Das fand ich auch beim Styles Clash im Main Event etwas unverschämt. Ja. Wobei es ja da auch eher am Logikfehler lag, aber da kommen wir gleich zu. So, hat er was gegen Harris oder gegen war das? Ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, es war nicht sehr negativ, weil ich meine, der Black Hole Slam, da habe ich an einen Titelwechsel geglaubt. In dem Moment. Und wie ging's dir? Das ist der Sinn an einem False Finish. Das ist richtig, aber trotzdem, das sollte man nicht machen, meiner Meinung nach. Nicht den Finisher. Von mir aus können sie den hier. Ein Torture-Wreck-Dings da, Clown und so weiter, aber das war mir persönlich, fand ich persönlich nicht gut, nicht positiv. Aber das ist das einzige Negative, was ich ankreiden muss. Ich habe auf Abyss getippt, da ich wirklich einen Titelwechsel geglaubt habe und ich wünsche mir sogar, dass Abyss Champion wird. Ja, weil ich derzeit aber den Charakter von Abyss eigentlich ganz nett finde, also zumindest von Jay Mitchell, die er Bearding verkörpert.
Ja, was ich etwas übertrieben fand, war nach dem Match die Aktion mit der Kette. Das hätte man 2 Minuten machen können, aber nicht irgendwie 10 Minuten oder so. Das fand ich etwas zu lang. Es waren nur 2 Minuten, glaube ich, echt. Na, es war zu viel. Ja, okay. Das Match ging ja auch schon lange und dann natürlich die Attacken danach. Okay, das war aber natürlich der Aufbau für das Rematch. Ja. Was dann letztendlich stattfinden wird bei Sacrifice. Mehrere Informationen kriegt ihr dann bei Impact. Ja. Wenn ihr seht. Freut euch drauf. Auf jeden Fall. Nee, was ich das bin für eine Matchart sein wird. Auf diese, ja, ich bin derzeit aber wirklich auf der Seite von Abyss, weil ich den echt als Champion sehen will. Das wäre mal wieder so ein Eigengewächs. Das TNL als Champion. Meiner Meinung nach würde so ein guter Run von Abyss TNA nicht schaden. Richtig. Es wäre ein neues Gesicht mal. Man würde nicht die Leute... Beziehungsweise nicht. Ja, oder ein neues Gesicht mit Maske oder ja, was weiß ich. Mhm. So, ich habe auf Abyss getippt und du auf Christian. Ja. Du hast natürlich wieder nicht den harten Tipp, weil du hast so getippt, wie ich es normalerweise tippe. Und ich habe eigentlich so getippt, ja, wie du normalerweise tippst. Ja. Egal, zumindest steht es jetzt damit 4-4. Ja. Im Tippspiel. So, da kam es zum letzten Match. Jeff Jarrett, America's Most Wanted, Scott Steiner gegen Sting, Ron Killings, Rhino und AJ Styles. Ich liebe ja manche Kommentare hier. Ron Killings rappt wieder sein WhatsApp-Kram. Ja. Ja. Rhino sagt, dass er Jarrett und seine Schlampenschmerzen zufügen wird. Sie werden bluten und alle werden den Gore spüren. Wenn das jetzt hier ein Wrestling-Gegner liest, ne? Das ist, glaube ich, schon extrem hart. Wrestling ist brutal. Ja. Bautista hat's gesagt. Im Spiegel-Interview. Der hieß aber irgendwie Dave Bautista. Bautista, ja. So großartig. Okay. Ja, so heißt er ja auch. Ja, okay. Ja. Jarrett's Army gegen Sting's Warriors. So war der Titel. Lethal Lockdown. Ja. Was mich ein bisschen verwundert hat, warum der Käfig erst geschlossen wird, wenn der letzte Mann im Ring ist. Das habe ich irgendwie nicht nachvollzogen. Der könnte ja auch theoretisch oben drüber klettern. Richtig. Wie oben rüber klettern? Naja, dass er nicht durch die Tür reinkommt, sondern oben rüber. Gab's aber nicht einmal bei dem Pay-Per-View. Das ist ja auch egal. Das ist ein Cage-Match. Da gibt man den Wrestler nicht die Möglichkeit, über den Käfig zu kommen. Du gehst erst in eine Tür. Dafür ist die Tür ja da. Du gehst doch auch nicht durchs Fenster. Du gehst doch auch nicht durchs Fenster ins Haus, wenn es eine Tür gibt. Und es gibt normalerweise in jedem Haus eine Tür. Von daher... Das ist doch lustig. Ja, wahnsinnig lustig. Das nächste Mal mache ich hier oben mein Fenster auf. Ja. Dann sage ich, ja, dann klettern wir nach oben. Genau. Ja. Du wolltest was erzählen von deiner Tür. Dann sage ich, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Mhm. Rapunzel. Tür. Gay Kim. Holy Castagnoli. Ja. Ja. Holy Castagnoli, aber wirklich. War das jetzt ein Abfuck oder war das der härteste Diva-Bump aller Zeiten? Ich würde sagen, das war kein Abfuck. Gegen wen war nochmal die Tür gerichtet? Gegen wen sollte das eigentlich gehen? Ich glaube, James Storm. Ich glaube auch, war James Storm. Ach ja, das war AJ, der hat mit einem Baseball-Slide die Tür aufgerannt und James Storm mit dem Bier noch in der Hand schnell weggeworfen und dem hat abgeduckt wie eine Katze. Mhm. Ja, hat man gesehen, der ist das Wasser drin und kein Bier. Vielleicht hat er zu viel gesoffen und hätte eigentlich den Bump nehmen müssen. Und dann hat das aber irgendwie Gail Kim abgekriegt. Die Reaktionen sind einfach wahnsinnig schnell. Das ist halt, er hat halt viel von der Wildkatze Chris Harris gelernt. Mhm. Weißt du? Nee, zumindest, ich glaube, Gail Kim stand da zufälligerweise nur rum. Und sollte den Bump gar nicht nehmen. Kann das sein? Die ist wirklich umgefallen von der Tür. Oder habe ich das nur so gesehen? Es sah schon verdammt hart aus. Ganz ehrlich, das macht man doch nicht. Und das war ja auch mehr am Bildrand. Die Kamera war ja nicht voll drauf. Nee, das würde man zeigen. Ja, ich glaube wirklich, die Gay Kim wurde wirklich von der Tür umgehauen. Das war ein verdammter Shoot von AJ gegen Gay Kim. Das ist ein Skandal beim Pay-Per-View. Das hätten die Kanadier weggeblendet. Egal, war ja Viewer Decretion Advised oder wie das da heißt. Ja. Konnte man ja mit allem rechnen. Was denkst du denn über das Match? Muss man da. Oder wir können ja kurz. Weißt du noch die Teilnehmer? Wann kam wer rein? Der erste war AJ. Ja. Chris Harris war der erste. Chris Harris, dann AJ. So, und dann gab's diesen wunderbaren Logikfehler. Styles Clash. Dann wird das Cover gezählt. Und im Hintergrund hört man den Kommentar. Ja, man kann so viel covern, wie man will, aber das bringt ja noch nichts. Echt? Und trotzdem wurde bis 2 gezählt. Und dann kam dieser dämliche Harris auch noch aus dem Styles Clash wieder raus. Also aus dem Cover. Was sollte er machen? Es war ja kein anderer im Ring, der den Safe hätte machen können. Ja, eben. Sowas Unsinniges. Aber ich denke mal eher von AJ und nicht von Harris.
Was zeigt er den Styles Clash? Und pickt ihn darauf. Ja, okay. Ganz ehrlich, da kann Harris ja nichts machen. Was soll er machen? Recount durch, lass er, frag ihn dann morgen, warum. So, Match zu Ende. Die Match anderen zu Ende, bevor jemand überhaupt im Ring drin war. Die anderen müssen gar nicht mehr. Nö. Oh ja, 3 Minuten Main Event, wunderbar. Haben wir noch 20 Minuten können Bob Armstrong nochmal eine Wrestling Challenge gegen gesamte TNA Roster machen lassen. Ja, genau. King Scott Steiner. Bob Armstrong, King Scott Steiner. Ja. Das würde ich großartig finden. Nee. Nee, das, da hast du recht, das wäre echt ein Logikfehler. Das haben sie echt gesagt, dass erst das Lisa Lockdown-Match beginnt, wenn der letzte Mann im Ring ist. Ja. Da kam ja aber der Cowboy James Storm ran. Der kam aber die Nummer 2. Ja. Dann war Rhino. Ja. Dann kam natürlich Jeff Jarrett. Ja. Und natürlich dann Ron Killings, logisch. Und als letzter Scott Steiner und Sting. Ja. Und Scott Steiner, ganz ehrlich, also ich will ihn nicht loben, aber er ist mir nicht negativ aufgefallen. Oder ist dir Scott Steiner negativ aufgefallen? Auf Scott Steiner habe ich jetzt gar nicht so beachtet. Aber der Suplex vom Top Rope mit... Worauf habe ich geachtet? Ich habe irgendwie hauptsächlich auf AJ und Ron Killings geachtet. So. Ich habe auf James Storm natürlich geachtet. Ja, natürlich. Der natürlich auch den Hauptspot genommen hat. Also natürlich später genommen, erst. Ja. Genommen. Mhm. Also beziehungsweise die Frage ist, für wen war es härter? Ich glaube mal für AJ. Aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Nee, Scott Steiner hat mir positiv gefallen. Also er ist nicht irgendwie gestolpert oder so oder kam nicht irgendwie ein bisschen trottelig rüber, wie es ja manchmal in seinen WWE-Matches der Fall war. Er hat sein solides Programm abgespielt und wie gesagt, der Spot, wo er den, glaube ich, Belly-to-Back oder wo er zumindest vom Top-Rope Entschuldigung, Ron Killings, der runter befördert hat, ja, habe ich gedacht, oh mein Gott, als ich das Scott Steiner nicht das Rückgrat gebrochen, aber der stand gleich wieder und hat gejubelt. Ja, es war schon relativ hart, das Match. Ja. Dann kam es ja zum... Und jeder hatte ja seine spezielle Waffe da tatsächlich dann am Dach, ne? Die Handschellen, die Gitarren, was war es noch? Baseball-Bat. Jeder hat doch irgendwie eine spezielle Waffe, oder nicht? Nein. Ja, aber einer wurde wieder diskriminiert. Wer? James Storm. Ach, der hat doch mit die Handschellen. Der hat die Bierflasche. Ach, eine Bierflasche. Hast du James Storm schon mal gesehen, wie er seine Gegner mit Handschellen fesselt? Nein, das ist immer Chris Harris. Aber man kann doch keine Bierflasche da ans Dach hängen. Natürlich. Ach, wie sieht denn das aus? Einen ganzen Kasten Bier oben an die Decke Kasten hängen. Am besten, ja, genau. Dann vorne einen Schluck trinken und dann zack, über den Kopf ziehen. Mhm. Mhm, das hätte mir gefallen. Ja. Naja. Ja, ist ja so. Was soll man machen mit der Bierflasche? Eddie Guerrero hatte mal einen Blumenstrauß. Rosenstrauß. Bitte? War das nicht so? Als Eddie Guerrero mit China zusammen war, hat er nicht oftmals Matches mit einem Blumenstrauß gewonnen? Voll Rosen, weil da drin Stein drin war? Ja. Oder genau. Leute gewinnen Matches mit Handtaschen? Ja. Ja gut, da kann man ja wirklich Steine reintun. Ja, eine Bierflasche. Komm, hab ich jetzt mal. In eine Bierflasche kann man Kieselsteine reintun. Ja, aber du musst doch in eine Bierflasche keine Steine reintun. Das tut doch schon doll genug weh, wenn du so einen trotzdem Zucker. Trotzdem sieht das einfach aus, wenn die da runterhängt. Ist egal jetzt. Ja, okay, Pfandflaschen. Gut. Ja. Alles klar. Zumindest wahrscheinlich war auch Pfand drauf, darf man auch nicht kaputt machen. Richtig, das wurde das ja auch schon gemacht. Ja, das ist halt. Die werden sich bestimmt beschweren noch. Mhm. Aber in den USA gibt es da bestimmt sowas ab wie Pfand. Ab 1. Mai nicht, oder? Gelten ja auch die Insellösungen nicht mehr. Nee? Nee. Ja. Dann kannst du bei Aldi und Penny und Lidl und Plus und so, kannst du alle Flaschen abgeben. Toll, ne? Großartig. Ja. Für die Information, alle Pfandflaschenträger zu Hause. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja. Großartig. Das sind doch auch Pfandflaschen hier, ne? Ja, natürlich. Wir trinken, eine bekannte Marke, die wir hier nicht nennen wollen, weil wir für diese Firma keine Werbung machen wollen. Das kann ja absolut Andy wieder machen dann. Genau. Ja. Insider. Wenn es alle ist. Richtig. Auf jeden Fall müssen wir den Spot ansprechen von AJ Styles. Was ich mich gefragt habe, nächste Logikfehler. Man macht das Dach, damit wirklich niemand aus dem Käfig herauskommt. Und dann macht man diese komischen Lücken wirklich, da rein. Wirklich niemand kommt aus dem Dach raus, damit keiner abhauen kann. Ja. Wenn Jarrett jetzt wirklich riesen Feigling gewesen wäre, hätte er ja auch das gleiche wie James Storm und AJ Styles machen können. Ja, bloß einfach aus dem Käfig runter und fertig. Ja. Klar, man wollte natürlich den Spot zeigen. Wenn man ein Dach hat, dann muss man auch irgendwas zeigen. Und ich war wirklich beeindruckt davon. Wie kam die Leiter eigentlich da oben hin? Hat AJ die da nicht hochgetragen? Wie will er das gemacht haben? Durch so eine Riesenleiter, durch so eine kleine Öffnung? Ich glaube, die lag auf dem Dach.
Das lag da schon. Genauso wie der Tisch. Das gucke ich mir später nochmal an, glaube ich. Ja. Weil das war voll kurios. Egal. Aber war trotzdem schon nicht schlecht, dass er raufgeklettert ist. Ich hätte gedacht, er will da runterspringen, aber dann hangelt er sich ja noch über die Beleuchtung, über den Tisch und lässt sich fallen. Hm. Das fand ich schon ziemlich krass eigentlich gemacht. Er hat eigentlich mal einen Spiral-Tap von da oben zeigen können, oder? Während er hängt an der Lampe, die irgendwie so hin und her wackelt, die glaube ich gar nicht dafür hergemacht ist. Nein, nicht von der Lampe aus. Er hätte doch von, dann hätte er sich nicht direkt über James Dorn platzieren müssen, sondern er hätte gleich von der Leiter aus Spiral-Tap, ein paar Meter weit fliegen und dann durch den Tisch. Ja, würde ich mir auch angucken, aber ja, war ja leider nicht so. Nö. Nee, aber es war schon sehr, sehr nett gemacht auf jeden Fall. Der Spot ist wieder sowas, was man in irgendwelchen Highlight-Videos zeigen kann. Ja. Besonders, aber AJ Styles hätte eigentlich gar nicht springen können von der Leiter, weil wäre noch einen Meter nach oben gesprungen, hätte sie den Kopf gestoßen, glaube ich. Das lese ich da schon wieder. Abyss brüllt Christian an und wirkt etwas sauer über diese Niederlage. Herrlich. Tja, etwas, aber nur etwas sauer war. Das war, dass ich auch noch eine Kette das genommen, gefällt mir nicht. Ihn fast zu Tode gewirkt. Mach ich mal. Ja. Ja. Nee. Das Match, wie gesagt, insgesamt erwartungsgemäß, würde ich sagen, zwar nicht der Riesenüberflieger, aber es war ordentlich. Das Finish war etwas zu plötzlich. Also ich war wirklich überrascht, dass da jetzt wirklich keiner mehr eingegriffen hat und Chris Harris aus dem Scorpion Deathlock geholt hat. Ja. Ja, das Finish war ein bisschen seltsam. Gut, es war durch Aufgabe. Danach kam auch ja gar nichts mehr. Es war irgendwie... Nein, weil TNA hat den Main Event sehr ausgereizt. Es ging fast eine halbe Stunde, das Match. Ja, gut, aber man hatte noch über 10 Minuten Sendezeit. Das kann natürlich sein. Ja, aber zumindest hat man den Pay-Per-View gleich auf R genommen, was hätte man noch zeigen können. Man kann ja nicht jedes Mal irgendwie noch irgendwie Goldberg oder so holen. Ja, holy shit, wie sick kann man sein, genau. Ja, persönliche ja. Kommentare im Report. Ja, toll. Nö, das ist großartig. ja. Nee, das Match war gut. Um auf die Tipps rauszukommen, du hast gewettet, dass Team Sting gewinnt und den Pin wird auch Sting machen. Aber auf die anderen Zusatzfragen kommen wir gleich noch. Egal, du hast auf Stings Team getippt, damit hast du recht. Ja. Ich habe natürlich auf Team Jared getippt, was ich musste, weil James Storm in dem Match ist. Ich habe gesagt, dass James Storm das Finish macht, was ja auch so gekommen wäre. Wenn der Ringrichter da oben gezählt hätte, verdammt nochmal, vielleicht irgendwie. Wie denn gezählt? Ja. James Storm wurde doch dann praktisch gepinnt durch den Bump, durch den Tisch. Ja, genau. AJ lag ja eigentlich die ganze Zeit auf James Storm, oder nicht? Ja. Rein theoretisch hätte der Referee ja auch zählen können. Lustigerweise zählen ja zum Beispiel gewesen. Bei Hell in a Cell ja auch Cover außerhalb des Rings. Richtig. Was ich nicht verstehe. Naja. Nächster Logikfehler. Aber die Matches soll man nicht sich nachdenken. Jetzt wollen wir nicht drüber nachdenken. Nee. Nun gut. Du hast zumindest damit im letzten Moment noch bei den Matches eine 5-4. Sehr gut. Ein 5-4 erreicht. Du bist aber der Gewinner der Matches. Mehr haben wir sonst auch nicht getippt. Oh. Ja. Aber jetzt geht's richtig los. Jetzt kommen Gott. Die Zusatzfragen. Oh Gott. Die wir auch nochmal durchgehen wollen. Wie zum Beispiel, wer wird Mystery Opponent sein? Da habe ich Matt Sydal und du Frankie Kazarian gesagt. Kein Punkt. Tja. Wird Raven bei Pay-Per-View erscheinen? Habe ich gesagt, nein. Ich auch. Du hast gesagt, nein. Das tritt natürlich alles dann ein. Ja. Das kann nicht wahr sein. Gut. Waren wir also überrascht. Welches Match wird Main Event? Lisa Lockdown, Lisa Lockdown, haben wir beide getippt. Ja. Wird Christian Cage durch eine Aktion von Biss in die Reißzwecken befördert werden? Habe ich ja getippt. Und ich nein. Du hast nein getippt. Das heißt, du hast wieder einen Punkt. Ja. Würde heißen, es steht jetzt 7-5. Das ist gut, ne? Ja. Wie viele High-Flying-Moves würde es gehen? Hast du 7 gesagt? Ich glaube, ich habe 2 gesagt. Ich bin näher dran. Ja. Steht wieder 7-6. Aber immer noch für dich. Wer wird diese Lockdown-Match entscheiden? 8-6 für dich. Du hast auf Sting getippt, ich auf James Storm. Wird ein Wrestler bei dem PvP abklopfen oder I quit sagen? Haben wir beide getippt, steht es jetzt 9-7. Wie lange geht das Six-Man-Tag-Team-Match? Six-Cut, also 8-11 gesagt und ich habe 9-3 gesagt. Ich bin näher dran, weil es 12 Minuten ging. Aufgabe war im Main-Event, ne? Ja, genau. Du hast damit insgesamt das Tippspiel mit 9-8 gewonnen. Toll. So. Ja. Du bist der Sieger. Hurra! Darauf solltest du dich nicht ausruhen, dass du das nächste Tippspiel sowieso wieder verlierst. Wir haben aber WrestleMania wirklich nicht ausgewertet, glaube ich. Weil ich es gewonnen habe. Ach so, das wolltest du mir ersparen, die Schmach. Richtig. Nee, ich glaube, ich habe zumindest das interne Tippspiel. Hatte ich gewonnen. Hast du denn die gleichen Tipps genommen wie? Ja, exakt die gleichen. Wie wir da dazu gegangen sind.
Ich habe, glaube ich, meine... Du hast ja irgendwie auf alle Champions getippt oder irgendwie da, wo die Titel gewechselt sind, hast du nicht drauf getippt oder ich weiß es, irgendwie sowas. Ja, ich habe ja meine Moontalk-Tipps hier auch nochmal übernommen. Mhm, richtig. Sehr clever. Ja. Das war Lockdown. Dein Fazit. Sehr ordentlich. Sehr ordentlich. Ich mach Licht an, sonst wirst du. Besser als letztes Jahr. Mit, was war das? Dustin Rhodes gegen Bobby Roode oder so? Nee. Was war denn das? Warte. Es gab irgendwelche schrecklichen Matches. Ah. Natürlich habe ich nicht nur das Original TNA Pay-Per-View Poster von Lockdown 2005 an der Wand hängen. A 3-Hour TNA Epic Event. Natürlich war das eines der zwei Pay-Per-Views, wie Nash wegen irgendeiner Verletzung abgesagt hat. Letztes Jahr, wenn du dich erinnerst. Ich sag nochmal kurz die Karte vom letzten Jahr. Mhm. Wir hatten das Sonny Siak und Apollo gegen Chris Candido und Lance Hoyt. Ich erinnere, das letzte Pay-Per-View-Match von Chris Candido in seiner gesamten Karriere. Ja. Ja, gut. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit der heutigen Karte, hatten wir das World X-Cup-Match auf jeden Fall 2006er-Version. Dann, war besser. Dann Prince of Darkness Match, Dustin Rhodes gegen Bobby Roode. Siehste. Vollkommen albern. Jeff Hardy gegen Raven, das Tables Match ging noch. Okay, ja. AEW gegen Team Canada war auch noch so im Rahmen. Christopher Daniels gegen Alex Skipper. Das war alles so durchschnittlich. Das fand ich gut. Also die Anfangsphase war schönes Mat Wrestling. Ja, das Lisa Lockdown Match, was es letztes Jahr auch schon gab, bloß mit anderen Regeln. Noch mit nach oben. Da waren ja DDP, Sean Waltman und BG James gegen Jarrett, Monty Brown und Kip James. Fand ich schwach. AJ Styles gegen Abyss war allerdings dagegen wieder sehr gut. Ja. Würde ich auf eine Stufe stellen mit Abyss gegen Christian. Anders. Ja, aber letztendlich ist es Wrestling. Es ist ein Match. Ja, okay. Oder ähnlich intensiv. Ja. Ich würde sagen, okay. Ja. Beides auf jeden Fall gute Matches. Ja. Ich fand den Event auch besser. Ich fand kein einziges schwaches Match dabei, bis natürlich auf die Arm-Wrestling-Szene, aber das sagt man ja bei jedem Pay-Per-View, dass alles, was irgendwie zuletzt die James-Gang und Lux macht, ziemlich langweilig ist. Die James-Gang ist toll. Ja, das sagst du. Ja. Zeit ist vorbei. Ich habe mir auch die Reunion gewünscht. Ich glaube sogar, dass ich das vielleicht sogar über die DX sagen würde, wenn die wieder die Reunion kriegt. Wird das sind alles nur so Sachen. Irgendwie passieren. Also es wird wohl irgendwie demnächst was passieren, vor allem mit Triple H natürlich. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Die Sache ist natürlich die, man wünscht sich so viele Sachen. Guck mal, wie viele Fans, oder ich persönlich auch, wünscht sich eine Reunion der NWO. Dann haben wir die Reunion gekriegt 2002 und das war einfach schwach. Ja. Es waren zwar einige unterhaltsame Segmente dabei, aber wenn ich mich nur an... Ja, sie haben auch die Shows nicht so richtig dominiert. Nein, ne? Die haben sie weder dominiert, noch also irgendwas übernommen, noch was weiß ich. Wenn ich mich noch an diese... Und dann gab es natürlich diese ganzen albernen Szenen, wie Big Show schläft und Goldust kommt das Crocodile Dundee rein und zeigt, wie die NWO-Kabine aussieht. Wenn du dich an dieses grandiose Segment noch erinnerst. Nee, überhaupt nicht. Kennst du nicht mehr die ganzen Goldust Imitate, wo irgendwelche Rollen eingenommen hat? Doch, war sehr lustig beim King of the Ring 2002, als er The Rock nachgemacht hat. Ja, das kann sein. Ja. Klingt zwar komisch. War aber auch so. Richtig. Ja gut, das Pay-Per-View wird gut. Kein schwaches Match dabei. Alles. Doch. Holla die Waldfee. Was denn? Armdrücken und Anthem-Match. Nein, Anthem-Match? Ich fand, das war ein durchschnittliches Match. Na gut, okay. Ja. Geh von mir aus... Dann sage ich jetzt mal kurz, gehe ich mal auf die Backlash-Karte, da kann ich jetzt schon sagen, was da durchschnittlich wird. Ja, okay, dann Umaga gegen Ric Flair. Ja, es liegt an Ric Flair. Nein, liegt an Umaga. weil Umaga nicht im geringsten das zeigt, was Jamal früher gezeigt hätte. Wo ist der grandiose Jamal hin? Ja, soll er jetzt Ric Flair mit einer Bastelschere das Hirn rausholen oder was? Nur weil das früher in der, wie hieß die Liga? FMW oder was? Weil er das da gemacht hat? Jamal war in der FMW? Ich meine, ja. Heftig. Ich kenne ja wirklich Jamal von Scream and Warning und auch von TNA als Ekmo Fatu. Ja. Ja, und da hat er mir sehr gut gefallen. Mit irgendwelchen Highspots und so weiter. Er ist ja, der Typ kann Moonsault und Big Splash vom Top Rope und alles mögliche. Typisch, solider, guter. Ja. Fetter Typ. Und was kann Ric Flair? Viel. Aber darüber möchte ich jetzt gar nicht diskutieren. Ich will gar kein WWE-Thema anfangen. Ja. Ganz kurz, jetzt gehe ich kurz mal von lokischmidt.de runter. gibt's irgendwo mal die Backlash-Card?
Ich will nur mal sagen, habe ich im Kopf, dass du eh nicht, das Match, sag ich mal, wird schlechter als Team 3D gegen Team Canada. Kalito gegen Chris Masters. Wird schlechter als Team 3D gegen Team Canada, weil Masters im Ring nichts drauf hat. Weiterhin, obwohl der Charakter mir sehr gefällt von Masters. Ich dachte, du gehst jetzt mehr auf Kalito ein und seine Fähigkeiten. Kalito ist gut. Bei gutem Gegner. Er ist auch nicht der beste Wrestler. Aber trotzdem sehr grundsolide. Ah, endgültige Backlash-Card. So. Dann haben wir Big Show gegen Kane. Wird ebenfalls schlechter, meiner Meinung nach. Ja. Dann haben wir... Die Duelle klingen alle gut, ne? Finde ich. Mickie James gegen Trish Stratus. So ein Top-Match. Kann ich nicht vergleichen. Wie? Ja, Women's Wrestling und... Okay, Women's Wrestling und Spike alias Brother Runt kann man schon vergleichen, okay. Aber Brother egal. Shelton gegen Robin Dam, okay, das Match wird sicherlich besser. Gehört, okay. Vince McMahon, wie bitte? Nee, schon gut. Erzähl bitte. Nein, erzähl. Musst du dir nochmal anhören. Nein, erzähl jetzt nochmal. Das war auch nicht jugendfrei. Jetzt erzähl's nochmal. Nein. Na doch. Nein. Machen wir nicht weiter, brechen wir hier ab. Okay, tschüss. Okay, verdammt nochmal, muss ich mir später nochmal anhören. Zeit aufschreiben, aha, irgendwas bei 50 Minuten. Okay, aber auch Vince und Gott. Ja. Wird schlechter, weil ich habe gehört, Gott hat ganz schlechte Skills im Ring. Ja, gut. Was passiert eigentlich, wenn Gott seinen Flieger nicht kriegt? Wird er dann suspendiert? Dann nimmt er seinen Jünger, James Storm, und schickt ihn hin. Ach so. James Storm ist eigentlich Jesus Reloaded, glaube ich. Er ist hier, um den Menschen zu helfen. Nein, wie schrecklich. Doch. So, John Cena gegen Triple H gegen Edge. Das Match, das ist das einzige Match, worauf ich mich richtig drauf freue. Das Match will ich sehen. Und Shelton Benjamin gegen RVD. Ja, natürlich, klar. Da weiß man wirklich nicht, wie sie es lösen. Nein, aber ich denke mal schon, Rob Van Dam wird das Match gewinnen. Fertig, Ende aus. Du meinst, er wird neuer IC-Champ? Ja, wird er, hundertprozentig. Verliert den Titel aber nochmal kurz vor One Night Stand. Ja, ich habe ja... Nee, da muss man Moon Talk hören. Hast du auch Shelton Benjamin getippt? Mhm. Du bist ja auch einer. Ja, aber wie? Das ist interessant. Da bitte Moon Talk hören. Okay, wenn ihr wissen wollt, wie Shelton Benjamin dann am Sonntag Rob Van Dam angeblich schlagen könnte, ja, dann hört bitte Moon Talk. Ja, wird heute Abend irgendwie... Aber da das nicht eintrifft, gehen, kann ich sagen, wie es ist. Sieht so aus, Shelton Benjamin gewinnt. Ja, ja. Aber die schafft es aber auch, gewinnt clean durch den 5-Star-Frog-Splash das Match. Weil man ihn als Contender aufbauen muss. Und er wird IC-Champion erneut. Es könnte sein, ja. Doch, das glaube ich dran. RVD wird jetzt erstmal gepusht. Es gab allerdings mal ein Match, bevor Brock Lesnar damals Number One Contender wurde, zwischen RVD, der IC-Champion war, und eben Brock Lesnar. Und der hat den Titel dann nicht gewonnen. Da gab es einen DQ-Finish. Soweit ich weiß. Tja. Aha. Ich glaube an einen Shelton Benjamin-Sieg nächstes Jahr im Money in the Bank. Daran glaube ich. So. Na gut. Gut, auf WWE wollte ich jetzt auch gar nicht eigentlich eingehen. Nee. Wir kommen jetzt erstmal ganz kurz zum aktuellen Thema, weil das noch dazu passt, mit Sabu. Ja. Er hat ja bekanntlicherweise TNA verlassen. Ich denke, du wolltest nicht auf WWE eingehen. Ja, aber man muss das ja im Zusammenhang jetzt sagen, weil das mit einem ehemaligen oder aktuellen TNA-Wrestler zu tun hat. Ja. Sabu hat ja noch beim Pay-Per-View einen Kampf bestritten. Raven mit blauen Haaren, das sieht ja auch krass aus. Raven, sag ich schon. Ich meine, Sabu hat ja wie gesagt ein Match gestritten beim Pay-Per-View, wie jeder weiß. Es war aber wahrscheinlich sein letzter Auftritt für TNA. Da die WWE, so frech wie sie sind, eine ECW-Reunion planen. Mhm. Und dann denk mal weiter und dann weißt du was über meine Tipps. Egal. Weiter bitte. Und Sabu greift in das Match ein und stehlt RVD den Sieg. Das ist dein Tipp. Für Moon Talk. Ist das dein Tipp? Also geht das in die Richtung? Richtung sind Interpretationssache. Wenn Sabu eingreift, dann greift er für RVD ein. Da er erstens ECW ist... Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich rede nur um meine Theorie. Wenn er eingreift, ist er etwa für RVD, weil er ja ECW ist, und weil die beiden ja ein Tag-Team waren. Ja. Ja, deshalb. Und? Ja, das setzt das Tag-Team fort. Bei ECW. Sag ich auch gar nichts gegen. Gut. Ich will jetzt echt wissen. Danke. Wir sprechen hier ab, wir downloaden uns das kurz Moon Talk, hören das jetzt 4 Stunden. Obwohl, das ist noch gar nicht online, ne? Nein.
Hast du exklusive Sachen erzählt? Ja. Ihr wisst also schon vorher, was JFK bei Moon Talk bei Backlash tippen würde. Nicht so unbedingt. Doch, du hast gesagt, du schiffst auf Shelton Benjamin. Ja, aber wie, das weiß keiner. Ja, wie, ist doch egal. Jetzt fehlt doch nur der Punkt. Ach. Doch. Gut. Sabu, wie gesagt, verlässt TNA und wechselt zu WWE bzw. ECW. Was soll man machen? Gut, okay. Sabu hat keinen festen Vertrag, will vielleicht noch ein bisschen Geld vielleicht verdienen. Vielleicht gibt's ja ein Rematch gegen Chris Benoit in einem Genickbruch-Match. Gesponsert von... Nee, von der Aber kennst du Extreme Warfare? Das Spiel? Nein. Achso. Dieses Best of ECW Special. Habe ich das nicht so hier irgendwo liegen? Weiß ich nicht. Kann sein. Kann sein, ja. Das erste Match ist Benoit gegen Sabu. Geht irgendwie eine Minute oder so und danach bricht sich Sabu den Nacken. Oder sowas. Das ist doch gut. Toll. Das ist doch ein Highlights drauf. Ja. Das ist doch gut. Zeigen wir erstmal, wie sie sich da richtig verletzt, um zu zeigen, ja, genau. Das ist doch so ein neuer, dann muss die WWE sich, die hat doch die Bilderrechte davon, oder nicht? Die WWE. Hä? Von den Bildern, von Benoit gegen Sabu. Dann müssen wir einfach keinen Don't Try This at Home Clip machen, einfach das ganze Match immer abspielen. Zack, gebrochen, so, kannst sehen, wo du geendet bist, jetzt arbeitet er bei TNA. Kannst du aber dann die komplette ECW-History nehmen. Ja, gut. Aber doch nicht zum Beispiel wie Bam Bam Bigelow mal durch so einen Pappboden gefallen ist, oder? Ja, das soll man auch nicht zu Hause nachmachen. Nee. Oder 30 Kisten lagen. Egal. Das war schon sehr hardcore, Bam Bam Bigelow in Partien, sag ich schon mal, ECW. Hoffentlich nicht. Wer weiß ja, wer was Ding sonst noch aus seiner Kabine holt. Gut, wen könnte es... Egal, nein, ich möchte darüber gar nicht diskutieren, das ist zu viel Spoiler für Impact. Was denkst du denn über die Idee, ECW wieder zurückzubringen? Ist ja trotzdem ein Thema, was ja eigentlich, derzeit so im Internet die Runde macht. Wenn man da jetzt Leuten wie Paul Heyman und Tommy Dreamer und so, wenn man die ganzen Leute einfach mal machen lässt, wenn man denen wirklich Bewegungsfreiheit lässt, dann kann das durchaus was werden. Wenn das jetzt aber praktisch, ja, genauso wird wie Raw und SmackDown, nur mit kleineren Namen, ein paar Mülltonnen und andersfarbigen Seilen oder so, dann macht das doch keinen Spaß. Richtig. Aber ich halte von der Idee, wie gesagt, gar nichts. Weil ich finde es meiner Meinung nach respektlos ist. Wenn die richtigen Leute dafür gefunden werden. Ja, aber weißt du, das ist so eine Sache, das ist tot. Das ist genauso, als wenn du jetzt Fortuna Köln wieder neu gründest. Der Verein war mal... Hulkamania lebt auch für immer. Ja, aber das ist ja auch nichts, was du schließen kannst, Hulkamania. Aber ECW ist tot. Wie gesagt, es gibt genügend Leute, wie zum Beispiel Steve Kuhn gesagt, er hat viel zu viel Respekt vor der Ära und seiner Erinnerung daran, anstatt sich jetzt die ganzen Erinnerungen und die positiven Sachen, die er erlebt hat, sich wieder kaputt zu machen durch so einen Scheiß. Also würde er auch nicht... Er redet nicht nur über die WWE-Sache, sondern auch über zum Beispiel die Hardcore Homecoming-Shows. Ja, okay. Weil das ist gerade eine Mode. Ich könnte wetten, im Jahr ist das wieder aus der Mode und dann werden wieder alle entlassen. Und ich meine, WWE hat genügend Worker, die nicht eingesetzt werden. Leute wie Sylvain oder Eugene, Gene Snitsky. Okay, egal, ob das jetzt gute Worker sind oder nicht. Da muss man sich jetzt keine Leute wie den Sandman holen oder was weiß ich, wer da noch alles geplant ist. Nur um letztendlich Velocity zu ersetzen. Nee, aber man könnte zum Beispiel, Mercury wieder zurückbringen in einen ECW-Ring. Man könnte... einige von SmackDown... Das wäre natürlich ziemlich grausam, aber weil man dann das einzige Tag-Team in der WWE splittet. Ja gut, okay, da muss man da natürlich wieder für Nachschub sorgen. Die Frage ist, welche Wrestler hat erstmal WWE noch, die sie reinstecken kann? RVD? RVD bei Raw. So. Sabu? Sabu, ja, ich rede jetzt von aktuellen Raw- und SmackDown-Mitgliedern. Sabu wurde ja gerade erst... Ja... Wir haben noch Simon Dean, der als Nova auftreten kann. Ja, wie gesagt, Mercury. Ja, und das ist nicht so viel. Ja, gut. Was macht El Snow gerade? Ja, solche Sachen. Ich frag mich rein. Warum will man jetzt solche Leute wie El Snow, Lance Storm, vielleicht Dean Malenko oder wen haben wir da noch im Ruhestand? Tommy Dreamer? Perry Saturn. Ja gut. Wollen wir solche Leute wieder aus dem Ruhestand zurückholen, wenn sie sich den verdient haben und sagen, ich möchte nicht mehr? Den holt man jetzt wie so ein Rey Mysterio zum Beispiel. Aber was soll der bei ECW jetzt? Bobby gut, Lashley. Super Crazy und Psychosis und so, ja, Bobby Lashley.
Nein, ganz ehrlich, ich kann das nicht verstehen. Ich finde das auch echt nicht gut von der WWE. Schon mit den One-Night-Stand-Geschichte. Das Shane McMahon würde ich gerne in ECW-Matches sehen. Ja, das fehlt noch, ey. Wieso denn? Das Schlimme ist, ich habe gehört, das soll vor den Raw- und Smackdown-Shows aufgezeichnet werden. Sehe ich das richtig? So habe ich das gelesen. Ach, noch nicht mal live? Nein, live nicht. Die Show wird ja auch nur über Internet ausgestrahlt, angeblich. Die ersetzt Velocity auf WWE.com. Ach, das ist doch Käse. Ja, habe ich heute im Internet gelesen. Da geht das wahrscheinlich noch nicht mal in Deutschland, oder? Oder nur vielleicht auf Premiere. Ja, genau. Premiere. Statt Velocity. Premiere sendet doch noch Velocity. Ja, Premiere gibt sich auch immer so viel Mühe, das Programm auszubauen. Ich glaube, Premiere ist gar nicht daran schuld. So, wen haben wir denn hier? Cena, Jamie Foxx, Mickey James. Nee, ich gucke nur mal gerade, wer ECW Worker ist. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal so gucke, finde ich bei Raw Joey Styles. Lita. Aber Lita, man kann aber keine Leute zurückbringen, die man nicht mit ECW verbindet. Lita verbindet, glaube ich, keiner mit ECW. Wie gesagt, Joey Styles, Johnny Parisi oder auch Johnny Swinger genannt, den könnte man zurückbringen. Die würden bestimmt da reinspringen. Dann wen hätte man dann noch bei ECW? Jetzt mal so durchgucke, Rob Van Dam, klar. Warte mal, geh mal hoch. Kenny von der Spirit Squad. Hat der einen Nebenjob bei 9 Live, oder? Ja, das sieht genauso aus. Was ist das denn? Ihr müsst euch unbedingt mal das Bild auf WWE.com angucken, das ist ja großartig. Wieso ist René Dupré überhaupt bei Raw und was macht der da und was ist denn da? Kannst du mir außerdem mal ganz kurz erklären, doch alles gar nicht, ja? Warum Viscera bei Raw wieder so einen Spot bekommen hat? Er hat die Battle Royale gewonnen. Ja, aber die bisher noch keine Sau gesehen hat und nur als DVD extra gedacht ist. Ja. Das ist ja das Ding. Und jetzt hat er angeblich in den WWE-Shows, oder sollen die Fans sich denken, er hätten wir mit Candice Michelle gepimpert. Weißt du? Ja, das sollen sie sich ja denken. Ja. I'm the biggest love machine. Ja. Ich kann jede Frau verführen, ich bin fett, kann mich nicht bewegen, hab einen ewigen Schlafanzug an, aber ich bin gut. Ganz ehrlich, das ist doch widerlich. Der Typ, der war 95 schon nicht gut. Und jetzt holen sie ihn nach 11 Jahren wieder aus der Kiste, nachdem er... Man versucht mit Viscera immer wieder. Ja, Casting-Match hat er auch schon, ja, das stimmt. Man versucht ihn immer wieder overzubringen. Man schafft das seit 11 Jahren. Ja, aber er ist so impressive, weil er so groß und so schwer und so schwarz ist. Ja. Er ist verdammte schwarze... Genau wie Mark Henry. Schwarze Kanonenkugel, mehr ist das nicht. Den kannst du rollen, abschießen und weg. Mehr kannst du mit dem nicht machen. Ich meine, Viscera ist schon impressive. Da hast du schon recht. So. Da gibt dir. Aber nee, ich muss jetzt über Viscera kurz reden. Tut mir leid, okay. Hoffentlich kommt der nicht im Wrestler-Battle leicht. Da geht ja ganz am Rand. Aber ich verstehe das nicht. Man hat das doch schon mal versucht mit der Lillian Garcia-Story, die vollkommen für den Arsch war. Man hat die gedroppt. Hat gar nicht gedroppt. Man hat sie gedroppt. Wo hat man die gedroppt? Lillian war doch plötzlich traurig, weil der Godfather... Genau, weil Viscera sich den Pimps, den Hose angeschlossen hat. Ja. Ja. Und das geht ja auch nicht. Ja, so, da war Lillian trauert, das Ganze war dann beendet. Ja. Die Liebe ist vorbei, fertig, dann ist Viscera doch Heel. Nö. Nein? Gar nicht wahr. Bei den weiblichen Fans ist er Heel. Bei den männlichen Fans ist er Face. Oh. Weil viele männliche Fans sagen, hey, was willst du mit der alten Schlampe Lillian da? Nimm die 6 geilen Weiber und das ist gut. So, ja, natürlich. So sollen sie denken, so. Ja. Das ist dann wieder beim Thema ECW. Ja, dass dann letztendlich so angekommen ist, das weiß man nicht. Aber trotzdem, so war es geplant, glaube ich. Aber die männlichen Fans mögen doch auch Lillian. Ja, das ist eine Ansagerin. Dann sagen sie, denn die männlichen Fans denken dann, ja, nimm die 6, ich nehme Lillian allein und tröste sie. Das ist die Logik gewesen dahinter. Ach so. Und Lillian war, glaube ich, auch gar nicht, ich glaube, sie ist auch gar nicht für eine Story zu gebrauchen. Das war mir schon alles viel zu sentimental. Sie hat aber den Mooney für die beste Glaubwürdigkeit letztes Jahr gekriegt. Ja, sie hat geweint, als sie, glaube ich, Viscera mal eine Woche später angekündigt hat. Ja. Sehr schön. Gut, die Segmente waren ganz nett. Mir haben aber die Segmente zwischen Viscera und Trish gut gefallen. Das waren die einzigen Segmente von Viscera, die mir gefallen haben. Im Restaurant. Ja, die waren herrlich. Hm. Und auch die ganze Zeit, wo er halt was wollte von Trish. Das war schon ganz lustig. Als er noch die alte Musik hatte, oh Gott. Großartig. Das war toll. Ah, Viscera ist echt großartig. Und die Rey Mysterio-Augen hat er. Nee, Viscera ist eigentlich toll, eigentlich, muss ich jetzt sagen. Wenn ich das jetzt so höre, was er nicht alles schon Tolles gemacht hat. King of the Ring. Er hat sich ja selber mal einen King of the Ring-Titel drucken lassen, ne? Ja. Ja, der hat einen King of the Ring-Titel.
Achso, kann sein. Ja, warte, ja. Warte. Ich bin jetzt bei Viscera. Entschuldigung, euch wird das bestimmt genauso interessieren wie JFK. Wie kann man so bei Viscera aufmarken? Aber Viscera, na, ich mag doch nicht bei ihm aus, aber der Typ ist krank. Der Typ wurde einmal King of the Ring, ne? Und wurde, glaube ich, 10-mal zwischenzeitlich von der WWE gefeuert und 10-mal wieder zurückgeheiert, ne? Mhm. Aber der Typ, wenn er irgendwo mal gebucht war, bei Indie-Shows, okay, war was? Auch mal bei TNA. Ja, als Ron Killings Freund. Und das, die Sache wurde auch gedroppt nach 3 Wochen ja, oder so. Zum Glück. Irgendwie funktionieren die Dinger nicht. Scheiße, funktionieren auch gar keine Bilder hier. Was soll der Scheiß? Alumni. Nee, ich erzähl's. Ich muss dir jetzt das Bild ja nicht zeigen. Zumindest hat er sich hier einen Titel machen lassen. Immer wenn er für irgendeine halbe Show gebucht war oder so. Bei Indie-Shows. Weil er hat ja höchstens eine halbe Show pro Jahr gehabt. Dann hat er den King of the Ring-Titel mitgenommen. Ja. Der lebt immer noch von seinem Erfolg von damals. Ja. Ja. Ja, das wollte ich nochmal erzählen. Was wolltest du mir jetzt damit sagen? Ja. Ich war früher Mabel Age schon scheiße. Ich glaube, ich war früher der erste Smart Mark. Ich war immer auf der richtigen Seite. Okay, nicht wirklich, aber egal. Ich mochte Owen Hart. Gut, okay, ich mochte auch die Quebecers ganz gerne. Ich mochte die gesamte Clique, obwohl ich nicht wusste, dass es eine Clique ist. Das war zu der Zeit so. Ach so, ja, dann ist das. War zu der Zeit so, als Hunter und Shawn sich nicht mochten. Als Diesel und Shawn sich nicht mochten. Und als Razor und Wanted Street Kid, die auch gerade eine Fehde-Nummer hatten. Danach, wo Wanted Street Kid, glaube ich, zum Million-Dollar-Man geturnt ist. War das Survivor Series 95? Oder 94? Ja. Da warst du 9. Ja. Da kann ich mich erinnern. Da warst du smart, Mark. Nein, war ich nicht, aber. Nein, ich war zumindest auf der Seite der Klick. Obwohl, ja, das wäre nicht smart, oder? Nein. Nein, egal. Das war auch ein kleiner Spaß. Okay, das war's zu Viscera und zu der Klick. Jetzt gehen wir zum Wrestler Battle schon. Du wolltest ECW Roster zusammentragen. Ach so, ECW Roster. Ja. Deshalb sind wir nochmal auf SmackDown gelandet. Haben wir ja 3 Leute schon gefunden hier. Wen fehlt man Brian hier? Brian Kendrick muss da unbedingt rein. Benoit. Nee, aber ich will jetzt echt ehemalige ECW Worker nur haben. Ja, okay. Ja, Benoit. Das ist okay. Benoit? Ja. Ja. Joey Mercury. Ja. Ja. Kid Cash. Nunzio. Ja. Psychosis. Psychosis. Rey Mysterio. Simon Dean. Steven Richards. Tess. Super Crazy. Vito. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Respekt, sind alle ECW besser aufgeben. Das Problem ist aber, dass die großen ECW-Leute alle bei TNA sind. Zumindestens große. Raven, Rhino, ja. Team 3D. Das ist für mich schon mal. Man. Nicht mehr bei TNA, ist ja gerade nicht bei TNA. Richtig. Aber. Wir haben sie noch. Ja, wie gesagt, das sind Leute, die eigentlich ECW bräuchte. Besonders ein Raven. Für mich war ECW ist Raven. ECW ist für mich Raven. Und Sandman. Tommy Dreamer ist auch noch verfügbar. Ja, okay. Lance Storm vielleicht wieder. Gut, wenn sie die mal Lance zurückbringen, retired? Dann werde ich vielleicht mal gucken. Ja, Lance Storm ist retired, aber tritt ja auch bei ROH auf. Ach so. Ah, ja. Okay, das war's mit ECW. Das reicht doch letztendlich. Ich halte von schwer. Der Idee nichts nochmal, um das zu sagen. Nichts, gar ja, nichts. Okay, ich habe mich da schon zu geäußert im Forum zu. Wie das aussieht. Ray World Champion, JBL US Champion. Das ist doch verrückt. Wenn man das schon mal wechseln würde, würde das eigentlich schon mal passen. Obwohl, das müsste man weg. Oh ne, das kann man eigentlich gar nicht wechseln. Müsste Gregory Helms zum US Champion. Welche machen. Nasen eigentlich alle bei SmackDown Champions sind, obwohl man eins Positives sagen muss, ne? Ja. Vor 2 Jahren waren alle diese Worker nichts. Bei der WWE. Ja. WWE hat es also geschafft, 5 glaubwürdige Champions aufzubauen. Okay, bei Rey Mysterio fehlen 2 Meter und 100 Kilo mehr, aber das ist eine andere Sache. Oh Gott, 3,60 Meter, das ist ja größer als Kali. Was? Der ist 1,60? Ray? Ja. Ich hätte ihn jetzt irgendwie auf 1,10 oder so geschätzt. Achso. Na gut, dann eben nur 3,10. So. Aber wer mir sehr gut gefällt, ist momentan Armando Alejandro Estrada. Der gefällt mir gut. Hast du die Szene mit Vince McMahon gesehen? Guck mal, wie böse Chloe von Charlie Haas angeguckt wird. Als ob er die gleich auffressen will. Chloe ist hier. Nicht mehr. Er ist eigentlich Chloe zum Face geturnt, nachdem die Story zum Face geturnt ist. Würde mich mal interessieren. Ja. Wir haben den Hund das beigebracht, dass er jetzt seine Heel-Rolle nicht mehr spielen soll. Hat er eigentlich Creative Control in seinem Vertrag? Ich finde diese neuen Live-Clicker als Tag Team Champion so klasse. Ja.
Kenny! Michael! Ja, der Finisher der beiden ist der Hotbutt. Ja. Ja. Nee, aber hast du die Szene aber von... Aber der schlägt nie zu, deshalb verlieren sie bald wieder. Ja. Ja. Aber ich glaube, das Gimmick von Amano Alejandro Estrada ist wirklich darauf aufgebaut, dass er jedes Mal seinen Namen dreimal sagt. Ist das, kann das sein? Sonst hätte er auch nicht so einen Drecksnamen. Hast du die Szene gesehen mit Vince McMahon vor, glaube ich, 2 Wochen bei Raw, wo er sich vorgestellt hat? Ja. Hello, my name is Amando Alejandro Estrada. Und da meinte Vince irgendwie nach 2 Sätzen, was war nochmal dein Name? Das war großartig, egal. Dann führen wir jetzt das Wrestler-Battle durch. Ich weiß, einige von euch hatten sich ja aufgeregt darüber, dass die Interaktivität verloren geht. Aber wie ich schon mal gesagt habe, erstmal könnt ihr uns E-Mail schreiben. tnt@tnafans.de. Ja. An dieser Adresse könnt ihr alles, Feedback oder Fragen... Sind wir das dann beide oder nur du? Wir beide zusammen, wenn wir hier sitzen. Ach so, ja. Also, du kriegst ja auch bald deine eigene tnfans.de Adresse. jfk@tnfans.de. Ja, das. Wenn ich mal irgendwann die Teamseite fertig mache. Hast du ja im Teamforum denn dein Profil nochmal gepostet? Mein Profil? Ja. Ich habe ein normales User-Profil. Ja, ich meine dein Profil für die Teamseite. Ach so, nee, mache ich dann, wenn ja, ich... Ja, musst du nochmal gucken. Weil sonst bist du, kann PC ich dir kein Profil repariert machen. Ja, ach, okay. Ja. Zumindest könnt ihr uns, wie gesagt, E-Mails schreiben. Ich bitte euch auch darum. Mhm. Und wenn ihr zum Beispiel Fragen habt oder zum Beispiel Themen vorzuschlagen habt oder wissen wollt, was wir darüber denken oder wie wir euch finden oder so, das könnt ihr uns alle schicken. Wenn ihr wissen wollt, wie wir euch finden, dann fragt uns, wir sagen es nicht von alleine. Richtig. So. Ihr seid zum Beispiel nicht hier, JFK findet The Grandiest ganz toll. Möchtest du ihn nochmal grüßen? Nee. Warum das denn? Der ist geturnt gegen mich. Ah ja, The Grandiest, man! Ja. Ich grüße dich, Grandiest! You're so great, man! Okay, dankeschön. Grandiest, du bist auf meiner Seite, ich weiß ja. Hast aber du schon ich muss dazu sagen, ja? Not I screwed the Grandiest. The Grandiest screwed the Grandiest. Ja, ja, dass du den Screwjob immer wieder hochholen musst. Prost. Dankeschön. Ja, das geht jetzt weiter. Sag mal, 7 für Deport. Das ist ja schon ganz schön lange. Siehst du? Ja, siehst du. Ey, lass mal kurz ein Codewort machen. Ah, ja, sonst vergessen wir doch später. Dann Codewort ist, Adrenaline. Ja. Okay. Alles klar. Adrenaline ist also das Codewort. Merken. So, danke. Die Leute schalten jetzt nämlich ab und posten das. Richtig. Habt geguckt, war voll geil. Codewort. Ja. Adrenalin. Geguckt vor allem. So, nun mach mal weiter hier mit der tollen Battle. Du hast doch diese tolle Seite. Zahlen ziehen mit Zufallsgenerator. Ja, genau. Wie viele Bälle? 2 aus wie viel? 70 oder so. Na, das könnte bei WWE knapp werden. Dann nehmen wir lieber 80. Okay, ziehen wir 80. So. Oh, was machen wir jetzt erstmal? Jetzt auch so. Ja. 32 und 46. 32 war was? 32 bei TNA und 46 bei WWE. Wenn ihr natürlich unbedingt wollt, dass das Wrestler Battle wieder interaktiver wird, dann schickt jetzt einfach eure Vorschläge per E-Mail. Vielleicht denken wir ja mal drüber nach, das einfach mal durchzuführen. Nö. Ich habe gesagt, vielleicht denken wir darüber nach. 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12, 16. Johnny Divine? Kann man eigentlich nicht nehmen, oder? Warum das denn? Ist er noch da? Ja. Okay. Er kommt wieder. Okay. Zum World X Cup. Okay. Ob, du magst ihn bloß nicht. Du willst ihn nicht nehmen, ne? Ich merke das schon. Johnny Divine ist ein großartiger Typ. Ja, natürlich, dann nehmen wir den doch. Wenn er nur ein Auge aufmacht, hat er mehr Charisma als das ganze Team Canada zusammen. Der sieht aus wie Edge auf dem Foto. Also. Willst du mal ein aktuelles Johnny Divine Foto sehen? Canada Foto? Willst du mal ein aktuelles Divine Foto sehen? Ich merke schon, du magst ja fast so aus wie bei Viscera. Also ganz ehrlich, also Johnny Divine, den ziehe ich ja 10-mal vor Viscera vor. Ja, okay. 46 war es, ne? Ja. Ja. Okay, bei Raw fangen wir gerade an. 8, 12, 16. 20, 24. Nee, stopp. Das sind 20. 20, 24, 28, 32, 36, 40,
44, 45, 46. Triple H the Game! Und das leider nochmal machen. Also heißt das auch, wir Johnny Devine neu ziehen müssen, oder was? Nö. Nö, okay. Johnny Devine gegen Triple H wäre hart gewesen. Ja, das wäre, glaube ich, nicht gut ausgegangen. Dann mach jetzt nochmal einen Ball. Oh, Scheiße, der Typ hat echt Charisma wie ein Hund. 76. Okay. Wo waren wir denn gerade? Wir waren gerade bei 46 für Triple H, ne? 46, 47, 48. 49, 50, 51. 51 hier. So, SmackDown. Wir sind schon wieder bei SmackDown, ne? Ja. 51. So. 51. Dann haben wir 55, hier 59, 64. 63. Von 59 plus 4. Ja, richtig. 63, okay. 63, danke. 67. 71, 75. Matt Hardy! Johnny Devine gegen Matt Hardy. Wer will das mehr? Das war ein gutes Duell. Das ist doch cool. Kann man machen. So, Matt Hardy. Nee, Johnny Devine muss ich erstmal davor schreiben. Erstmal den wichtigsten und dann den unwichtigen. Ich weiß nichts über Johnny Devine. Echt? Oh, das ist jetzt schrecklich. Hm. Hast du ihn dann im Ring mal gesehen? Beiläufig. Also ich persönlich, was ich gesehen habe, ist, er ist auf jeden Fall besser. Also ich habe ihn im World X Cup gesehen. Sehr gut, da hat er ja noch mitgewirkt. Hm. Da war er ja noch nicht so verletzt. Dann musst du gleich die Karriere von Johnny Devine beleuchten. Ja, schauen wir mal. Es wird aber hart, glaube ich. Johnny Devine ist wirklich ein sehr talentierter Worker, der meiner Meinung nach für mich zumindest Bobby Roode oder A1 oder in die Tasche steckt. Ich glaube, er ist auch noch ein bisschen besser als Eric Young im Ring. Auf jeden Fall. Er ist, wie gesagt, sehr sauber. Er ist sehr sauber. Okay. Ich zeige dir jetzt noch mal ganz kurz nochmal ein aktuelles Foto von ihm. Das ist Johnny Devine hier gerade. Oh, das war gerade der falsche Song. Das ist so, der hat ja auch hier verändert hier. All I need is Johnny Devine. Lost in the music. Irgendwas. Ein Schwachsinn. So, 32 ist er. Schon? Ja. Das verwundert mich aber. Ist komischerweise Kanadier, wer hätte das gedacht? Ja, bitte aus Windsor, Ontario, Canada. Okay. Und er verkauft Drogen. Okay, unexpected error. Gut, okay. Verkauft Drogen? Der stand da eben. Guck mal seinen Quote. So, do you like stuff? Mhm. Schön, ja. Jetzt muss ich auf tnafans.de gehen, um mal wieder diesen Überblick zu haben. Ich habe den Wrestler-Battle-Dings immer noch nicht drauf, was alles bewertet werden. Musst du? Nö. Weiß immer nur, wie es losgeht. Ja, das wird wohl auch erst in ein paar Ausgaben passieren. Ach komm, das ist jetzt immerhin schon das neunte Battle, was wir machen. Nicht das achte? Das achte hatten wir letzte Woche. Das siebte haben wir noch abgestimmt gehabt. Hä? Ja, ach so, ja richtig, stimmt, da gab's ja doch die Umfrage. Ja, dann hatten wir das neu, so, ja. So, gehen wir mal rein aufs Wrestler Battle. Ich hoffe, ihr seid damit auch diese Woche zufrieden, wenn wir das Wrestlerisches können. Ja. Das ist natürlich schwer jetzt für dich zu beantworten, wenn du natürlich von Johnny Devine. Ja, dann muss ich ihm 3 Punkte geben. Hilft ja nichts. JFK. Devine. Devine. All I need. Hardy. Ich muss natürlich wieder alles so synchron machen. Ja. Ja. Hardy. Ja, Hardy. Ja. Hardy Jannetty. Bon Devine M. Hardy. So. Gehen wir auf Wrestlerisches Können. Ja, 3 Punkte gebe ich Devine. Ja. Ich gebe auch solide 3 Punkte mit Hardy. Alles klar. Oh, das ist so schwer. Ich kann natürlich derzeit nicht behaupten, wie gut Devine ist. Was ich im Super X-Cup gesehen habe, da war für mich damals noch, wo Team Canada ja nicht wirklich bekannt war, mein Lieblingsmitglied von Team Canada. Hat er sich nicht mal irgendwas gebrochen und ist immer nur zum Ring gehumpelt? Ja, der hatte sich mal, glaube ich, irgendwas Meniskus gerissen oder was weiß ich. Aha, oder Jukti Luzi, ich weiß es nicht. Zumindest hat was, glaube ich, doch mal an der Messerstecherei verwickelt. Das ging auch mal durch die Schlagzeilen. Oh. Ich glaube, da war noch CM Punk bei TNA. Hat er noch irgendwie einen zusätzlichen Nickname? Ja, ich glaube, ich kenne den unter irgendeinem anderen Namen noch, kann das sein? Ja, er hat den anderen Namen. Hotshot. Hotshot Johnny Devine. Da steht es nämlich wieder. Ja, Hotshot Johnny Devine. Zumindest, ich gebe ihn jetzt. Ich habe
Die letzten Matches, die ich gesehen habe, waren bei TNA und an die letzten, die, an die ich mich wirklich erinnern kann, er hatte zwar bei Impact in der Impact-Ära auch schon mal zwei, drei Matches oder so, aber das letzte Match, an das ich mich erinnern kann, war im World X Cup, was ich gut fand. Ich gebe ihm deshalb einfach mal 4 Punkte, ich riskiere einfach mal was. Matt Hardy ist auch ein eigentlich guter Worker. Matt Hardy ist gut. Ich will mich jetzt eigentlich auch mal 4. Ich gebe einfach mal 4. Das ist vernünftig. Gut, dann gehe ich auf Mike Work. Mike Work. Ist Matt Hardy nicht so brillant, würde ich sagen. Er hatte seine tollen Shoot-Speeches gegen Edge und Lita. Sagt ab und zu mal, dass er nicht sterben wird, aber von den 3 Punkten kann ich ihm leider nur einen geben. Sehe ich vollkommen genauso übrigens. Ich gebe ihm auch einen Punkt, weil er meiner Meinung nach einfach nicht überzeugend genug rüberkommt. Wenn er zumindest irgendwas Vorgegebenes sagen muss. Wenn er etwas wirklich ernst meint, dann geht das. Ja, Divine, keine Ahnung. Was machst du da? Was würdest du denn machen? Hatte er viel Mic-Time? Er hatte nicht viel Mic-Time, aber erstmal natürlich hatte er wahnsinnig viel Charisma eigentlich. Ich gucke jetzt mal die Bilder. Na, danach geht das ja nicht. Ja, auch. Nein. Charisma ist erst im Nächsten. Stimmt, ja. Mic-Work, oh. Hatte nicht viel zu sagen, war aber sehr unterhaltsam. Trotzdem hat er einfach zu wenig zu sagen, deshalb muss ich ihm einen Punkt geben. Gut. Ich habe jetzt einfach, auch gleich schon gemacht. Einfach mal ja, schon gemacht. So. Wunderbar. Charisma, Auftreten, Gimmick. Das ist ja im Moment total ausgeglichen. Ja. Charisma, Auftreten, Gimmick. Ich fand das Gimmick jetzt von Version 1 fand ich eigentlich recht innovativ. Muss ja, ich sagen. Geht aber um jetzt. Ja, natürlich. Jetzt hat er ja das I Will Not Die Gimmick. Beziehungsweise Ich Wurde Betrogen Gimmick. Was überhaupt nicht kommt. Charisma hat er eigentlich schon, trotz seiner wenigen Mic-Zeit. Auftreten ist auch in Ordnung. Ich gebe 2 Punkte hier für Matt Hardy. Und Johnny Devine auch. Ja, Johnny Devine ist für mich echt Charisma schlechthin. Ich suche so ein richtig schönes Bild von Johnny Devine gerade. Weißt All du? All I need is Johnny Devine. Come back to TNA, then you will be mine. Oder so. Das würde er sich jetzt, glaube ich, nochmal überlegen. Och komm! Ich habe eine begnadete Stimme, mit der ich irgendwann nochmal sängerischen Erfolg haben werde, glaube ich. Warum gibt es keine... Ach, Team Canada ist ja hier unten. Ich will ihn nämlich gerade mal von Charisma und so weiter überzeugen. Von Johnny Devine. Es gibt sogar 21 Files zu ihm. Erstmal dieses großartige Bild. Five Time! Du bist ja, da im Hintergrund der Ultimate Warrior, glaube ich, als 5-Jähriger, ne? Ja, der Ultimate Warrior. Ja. Lass mal sehen, wie alt Johnny Devine schon im Geschäft ist. Mhm. Da sind auch noch 10 aus dem Bolt X Cup, glaube ich. Hier, da war noch schön. Also. Ich meine, da hat er noch Charisma Hu. Der hatte echt diese Ausstrahlung, also als dieser Young. Und er sah ein bisschen arrogant, aber er saß da so, yeah. Bitte? Oh, komm. Guck mal, da sieht er ja aus wie JBL. Ein bisschen. So mit egal, ich will das jetzt nicht so in die Länge ziehen. Wir haben ja schon genügend Sendezeit verprasselt. Die Haare schön. Ich gebe für Johnny Devine ebenfalls 2 Punkte und für Matt Hardy nur 1 Punkt, da mir der derzeit überhaupt nicht gefällt. Oh, da hast du ja wieder einen. Weil er meiner Meinung nach ja. Overrated Guy ist. Ja. Er ist wrestlerisch gut, aber er hat, finde ich... Was heißt overrated? Er wird ja nicht entsprechend eingesetzt. Ja, okay, aber... Er muss für Booker T kommen. Von den Internet-Marks wird er zu overrated. Meiner Meinung nach. Weil meiner Meinung nach, sein Gimmick ist derzeit schlecht. Sein Auftreten gefiel mir nie so richtig. Ja, der manchmal so. Charisma ist vorhanden, also kann man ihn nicht absprechen, aber nicht ausreichend. Gut, aktueller Status. Warum wird nicht das Team mitbewertet? Das könnte man auch mal mit reinbringen irgendwie. Ja, dann ist ja klar, wer gewinnt. Ja, dann hätte Matt Hardy schon gewonnen. Was? Willst dich doch wohl nicht gegen die kanadische Hymne richten. Nein, das nicht, aber gegen das Matt Hardy-Team hätten die keine Chance. Ich finde viele Teams besser als das von Matt Hardy. Ja? Ja. Soll ich 10 aufzählen? Bitte. Edge.
Achso, ich sollte erstmal aufzählen, du willst gar nicht dazu sagen. Bei Edge würde ich nein sagen. Nein? Ich finde das Team von Matt Hardy besser als das von Edge. Niemals, das Edge von Edge geht richtig mit. Egal. Dann Triple H, The Game, genauso wie das neue Lied. Was finde ich richtig stark, das Lied, wenn ich das öfter höre. Und dieses Bow down to the King. Was hast du heute alles zu dir genommen? Nein, gar nicht wahr. Ich bin gerade bei Miss Ino Minis. Ohne Scheiß, das finde ich richtig gut, das Lied. Das Melina mal. Minis. Wo sonst der Triple H auch sich als erster das Recht rausgenommen hat, bei Interviewsegmenten und bei Matches andere Teams zu haben. Ist das aufgefallen? Ja. Sehr gut. Dann gibt es noch weitere Teams. Wie zum Beispiel das Theme von John Cena. Nein, kleiner Spaß. Von Christian Cage. Ja, Evanescence ist natürlich ein Knaller. Okay. Weitere Leute. Ja, was soll ich noch aufzählen? Das ist schwer. Mhm. Es gibt aber noch welche. Wer haben wir dann noch? Eugene. Nee, ich höre jetzt auf. Das ist doch wieder zu lange. Egal, zumindestens. Simon Dean. Kalito. Kalito! That's cool, my friend! Okay. Gut. Bestes TNA-WWE-Match. Okay, mir hat die Wein nochmal gekämpft, verdammt. Muss mir erst nochmal die X-Cup History einziehen. Wann war denn das? 10.3. Das ist echt ein tolles Duell, weil ich mich darauf gar nicht vorbereitet habe. Auch geistig nicht. Was, 2004 oder 2003 gerade? 10.3. glaube ich, ne? Erzähl mal was dazu. Sag mal gute Matches bitte von... Wie heißt er nochmal? Matt Hardy? Gute Matches von Matt Hardy? Kein Problem. Alle TLC-Matches. Mhm. Seine Matches gegen Edge waren allesamt top. Ja. Hardys gegen Edge und Christian. Hm. No Mercy 99. Alter Match. Hardy gegen Ray, WrestleMania 19. Ja. Ja. Ganz einfach. Ich möchte dich zwar nicht unterbrechen, aber ich gebe jetzt einfach mal Matt Hardy für mich persönlich 2 Punkte, weil er sehr gute Matches gehabt hat. Und ja, Johnny Devine hatte für mich bei TNA einfach zu wenige Matches. Ja, aber das Beste, was ist das? Ich kann mich gerade an kein persönliches erinnern. Da ist ja wieder mein Freund Abismo Negro. Ja, Abismo Negro. Ja, Abismo Negro ist doch falsch, oder? Also Abismo Negro. Ach, keine Ahnung. Abismo Negro. Jedenfalls war das der, den ich neulich gesucht habe, glaube ich, das Zebra. Aha. Ah, egal. Egal. Zumindest hat Johnny Devine ihn besiegt. Aber ich gebe einfach mal Devine 0 Punkte, es tut mir leid, weil, was soll ich machen? Ja, okay. Devine hatte zwar gute und solide Matches, aber ich glaube, wenn dir keins in Erinnerung geblieben ist, das ist doch schon mal schlecht. Ja. Gut, mache ich dann genauso. Ist zwar übel, aber. Ist aber so. Ja. Aktueller Status, sieht ja genauso schrecklich okay, aus. Da kriegt Matt Hardy einen Punkt und Johnny Devine natürlich nicht. Das ist doch alles eine Farce hier. Erfolge. Weil ich ebenso ungerecht bewertet habe, gebe ich Johnny Devine für den aktuellen Status einen Punkt. Und du hast da, glaube ich, einen Fehler gemacht. Matt Hardy keinen? Ja, Matt Hardy, ja, das wir auch drin. Ich gebe Johnny Devine einen Punkt. Und Matt Hardy. Seinen aktuellen Status. Ja, und Matt Hardy. Jede Woche bei Impact zu sehen. Nein, lass mich reden. Hat im Main Event bei Hardy eingegriffen. Matt Hardy erstmal bei SmackDown. Das ist schon mal ganz schlecht. Ganz übel. Der Number One Brand ist immer noch Raw. Hab mir Vince erzählt. Nein, aber. Er ist irgendwo in der Midcard. Und Johnny Devine, der hat die letzten 1,5 Jahre da gelegen, hat sich eine schöne Plauze angefressen. Und hat die TNA-Shows geguckt und ist weiter im TNA-Roster. Nimm mir mal einen TNA-Wrestler, der den Status von Johnny Devine hatte, also eher so Midcard, Undercard, der sich so lange im TNA-Roster gehalten hat, ohne was zu tun. Hä? Das ist meiner Meinung nach der Status, den du brauchst. Er hat einen Ehrenstatus im Roster. Deshalb, Devine, da es ihn gibt und da er aus Kanada kommt, hat er einfach den
besseren Status als Matt Hardy. Aus Kanada kommt. Ja, was denn? Ja. Kanadier sind halt die besten Wrestler. Es gibt viele Überschneidungen, ja, aber alle... Ja, wer sind wir mit einem besseren Wrestler als Owen Hart? Oder auch Bret Hart. Oder Chris Benoit. Oder Chris Jericho. Oder Christian Cage. Oder Edge. Oder... Test. Oder Test. Oder Earthquake. Ja, Earthquake. Ich habe nicht gesagt, dass es nur gute Wrestler gibt. Ich sag nur, die besten kommen aus Kanada. Ja, okay. So. Huch. Macht nichts. Gut. Egal, das dabei bleibe ich. Irgendwie muss der Johnny Devine seine Punkte holen hier. Erfolge. Lance Storm. Lance Storm, ja. Devin Storm. Wenn du schon gerade einen guten hattest, musst du nicht mit Devin Storm wieder auf die Kacke hauen hier. Wie? Ja, das ist doch kein guter Wrestler. Bitte? Devin Storm. Ja. Durfte nie sein Potenzial zeigen. Ja, deshalb ist er schlecht, oder was? Ja. Ach so. Ja, wenn du das kannst, aber zeigst es nie, dann bist du trotzdem nicht gut. Du kriegst so ja, viel zum Thema du kriegst ja trotzdem, ich zum Beispiel kriege in der Schule ja auch in Mathe oder so keine 15 Punkte, also eine 1, nur weil ich vielleicht das Potenzial hätte, etwas zu zeigen, aber ich schreibe nur 5 Punkte oder so. Dann kriege ich ja trotzdem nicht das, wozu ich das Potenzial hätte. Bist du eher in der Mathe Midcard? Ich bin in der Midcard, aber ja. Manchmal auch Uppercard. Ich krieg manchmal den Spot so im Co-Main Event. Ach so, ja, okay. Ja. Merkt man ja, ich brauche halt Zeit. Solange du nicht suspendiert wirst... Passt das schon. Ja. Okay, wir sind jetzt bei Erfolge. Erfolge. Ja. Ja, Johnny Devine hatte keine, oder? Bitte. Was? Bitte. Was? Bitte. Ich gebe ihm 0 Punkte. Bitte. Und Matt Hardy gebe ich... Ja, musst du den einen Punkt geben. Oder was war Matt Hardy? War er schon IC-Champion eigentlich? Nein. Nein? Jeff war IC-Champion. Stimmt, zweimal. Glaube ich. Matt war... Tag-Team-Champion? European-Champion? European-Champion? Hardcore-Champion? Hardcore-Champion? Cruiserweight-Champion. That's all? Er hat Edge besiegt im Cage-Match. Das tut nichts zur Sache. Das ist kein Erfolg. Ach komm, natürlich ist es ein Erfolg. Ach, ja, klar. Ja, er war... Johnny Devine hat Abismo Negro besiegt. Abismo Negro und Edge, willst du jetzt auf eine Stufe stellen? Nein, aber du, irgendein Match, ich kann sagen, Johnny Devine hat die Ehre, im TNA-Roster zu sein. Das ist ein Erfolg. Oder ich kann sagen, jetzt hau ich aber einen raus, da kannst du nichts gegen sagen, Johnny Devine hat den erfolgreichsten Cup geholt, der jetzt auch wichtig ist. Der World X Cup, zumindest den America's X Cup, hat er geholt. Ja. 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 Er ist World, American X Cup Sieger. Das ist ein Erfolg. Oder nicht? Matt Hardy hatte mal ein Match gegen Christopher Daniels. Das ist ein Erfolg. Okay, Matt Hardy kriegt den Punkt. Musst du gerade erstmal korrigieren. Du hast da irgendwas falsch gemacht. Ja, Matt Hardy, es war schon klar. Aber ich wusste doch irgendwie, Johnny muss irgendwie Punkte kriegen. Abfuck of his career. Die beiden, die einen gehabt. Auch wenn er verletzt, kann nichts für. Mein Matt Hardy muss ich jetzt gerade überlegen. Matt Hardy muss doch einen Abfuck gehabt haben. Hab schon einen. Ja? Überleg Rita oder was? Genau, wo hast du das? Weil du immer die Frauen nimmst, wenn du einen Abfuck auf his career brauchst. Ja, Lita. Ja, komm, die Tante hat schon ihre Reize, ne? Die Tante hat schon ihre Reize. Erstmal lieber. Zählte mir sonst noch einen TNT-Bauch oder so. Oder noch mehr. Aber komm. Das war schon eine miese Aktion. Was? Und es war ziemlich blöd, sich von der WWE erneut zu verarschen zu lassen. Das war nicht seine Schuld. Nö. Aber er hätte auch einfach glasklar sagen können, ich gehe da nicht zurück. Er hat ja das Angebot gehabt, zu TNA zu gehen. Er hätte auch im Indie-Business und bei TNA, denke ich mal, zumindest Geld verdienen können.
Aber er ist ja zur WWE gegangen, weil er dachte, jetzt kriegt er seinen riesen Push. Weil man eine wahre Storyline umsetzt. Weil er einmal sagen durfte, ich gehe zu Ring of Honor. Er hat gegen Zack Gowen verloren. Ja. Ja, möchtest du das jetzt diskriminierend sehen? Nein. Nur weil er ein Bein hat? Nein. Möchtest du auf diese Schiene jetzt gehen? Nein. Ja, ja. Schiene, ne? Ja. Das hast du gesagt. Ich wollte nur... Guck, also ich finde das jetzt echt... JFK's Abfolger of his career. Nein, okay, ist okay. Wenn du dich über Behinderte... Nein. Wenn du dich über Behinderte... Nein, okay, du kriegst den Druck. So, nein. Nach, nein, komm. Komm. Nein, komm, nö, komm, jetzt zieh ihn halt ab hier. Das ist kein Liter. Das ist kein Abfuck. Ja, nimm Liter. Nein, ist doch okay. Ich hatte es ja auch Abfuck gesehen. Hat er, jeder hat ihn ja besiegt. Ich glaube, selbst Shane Moore durfte Zack Owen besiegen. Ach. Oder? Egal. Zumindestens rechnen wir jetzt mal kurz zusammen. Haben wir... Oh mein Gott. Einfach egal. 6 Punkte für Divine hast du nur gegeben. Oh. Das ist, glaube ich, Minusrekord, aber die hat Divine aber eine 4-0er-Serie hingelegt. Holy Castagnoli. So, dann haben wir hier 6, 8, 9, 10, 9. Ich habe einfach mal eine abgezählt. Oder willst du 0 Punkte jetzt geben? Abfuck of his career. Es war kein Abfuck. Aber irgendwas war doch dabei, verdammt nochmal bei Matt Hardy. Der hatte bestimmt was. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr was wisst, dann schreibt, was ja, du halt abmachst. Ja, schreibt das bitte mir und dann weiß ich, dass ich... Wenn nicht, ziehen wir dann den... ...gerechtfertigt ist. Genau. Mal sehen, wenn wir nichts finden, macht. Dann wird er wieder zurückgezogen. 5, 7, 8. Das ist mal eine ordentliche Punktzahl. So, was haben wir hier? 5, 6, 7, 8, 9, 8. Ich bin zumindest auch in der Lage, ein ordentliches Urteil zu fällen. Eigentlich hätte ich ihn hier... Matt Hardy hätte eigentlich im Wrestling ein weniger verdient. Hätte die Wein bei mir gewonnen. Egal. So. Letztendlich gewinnt leider Matt Hardy mit 17 zu 14 gegen Johnny Devine. War auch relativ knapp, oder? Ja, zu Recht. Freu dich mal, wenn Johnny Devine zurückkommt. Ja, dann sprichst du nicht mehr über Eric Young. Dann kommt Johnny Devine und der kriegt seine eigene Talkshow. Eric Young hat einen ganz speziellen Status bei mir. Also da muss erstmal ordentlich was kommen. Ja. So. So. Ja, du wolltest gut. Was aus Mrs. Doubtfire erzählen. Hast du mich ja vorgedrängt. Wie? Vor TNA? Vor TNT? Ja, und zwar, du erinnerst dich an die Schlussszene. Ja. Ja. Jeder kennt eigentlich Mrs. Doubtfire, glaube ich. Das nicht, dass Film, wir jetzt hier spoilern oder so. Ich habe den ja vor kurzem das erste Mal gesehen, vor einer Woche oder so. Ja, echt? Ja. Mit Robin Williams ist ja, der Film. Ja, genau. Der Film ist schon verdammt oft im Fernsehen gelaufen. Ja, weil er auch schon sehr alt ist. Aber du hast ihn einfach noch nicht mitgekriegt. Richtig. Weil es nichts Besseres gab, hast du gesagt, jetzt muss ich ihn mal jetzt gucken. Jetzt muss ich ihn mal jetzt gucken. Jetzt komme ich nicht mehr von Dom weg. Komme ich davon nicht weg. Ja, genau. Meine Fernbedienung ist kaputt, Batterien kann ich nicht rausnehmen. Da sitzt Mrs. Doubtfire zum Schluss in ihrer eigenen Show, die sie dann bekommen hat, auf der Couch. Mhm. Dann kommt doch so ein komischer Handpuppenaffe hinterm Sofa hervor. Und dann hören wir Mrs. Doubtfire, wie sie sagt, oh, das ist ja Kovac. Hallo Kovac. Ja, das fand ich sehr lustig. Da musste ich auch erstmal stoppen und wieder zurück und... Also JFK hat hier gerade irgendwie so ein Lachflash gekriegt oder ja, so. Ja, tut mir leid. Ich finde das überhaupt nicht lustig, aber okay. Ich fand die Vorstellung irgendwie ein bisschen, wie er da hinter der Couch hervorkam, etwas lustig. Ja. Stimmt gut, ja. Wenn es, ja, okay, gut, danke dir für diesen sehr wertvollen Beitrag. Ja, das war doch sehr wertvoll. Weitere. Das war Wrestling-related für diese Woche. Weitere versteckte Wrestling-Nachrichten in US-Filmen. Nächste Woche wieder. Wenn JFK wieder irgendwas geguckt hat. Ja. Von mir aus? Ja, das wäre doch gut. Ja. Versteckte Wrestling-Botschaften. Wie gesagt, im Pink Panther wurdest du namentlich erwähnt. Ja, genau. JFK wird beim rosa-roten Panther gesagt. Muss jetzt jeder gucken. Ja. Die haben auch nicht getan. Ja, die sind alle großen TNT-Hörer da. Habe ich mir sagen lassen. Und Moondog-Hörer. Ja. Und in King Kong bin ich sogar zu sehen. Hättest du das gedacht? Echt? Ja. Jetzt möchte ich euch darauf hinweisen. So. Interview mit David Young. Ein Interview ist online auf tnfans.de. Seit gestern Abend. Willst du es jetzt vorlesen? Nein. Gut. David Young hat, wie gesagt, aber sehr offen über seine ganze Situation und sein Leben, seine Wrestling-Karriere gesprochen. Kennst du... Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, sehr gerne. Hast du Dick Tracy geguckt? Nein. Bei den Bösen gab es einen, der hieß Smallface oder so. Aha.
An den erinnert mich David Young. Ach. Weil das Gesicht relativ wenig Fläche vom Kopf einnimmt. Ich merke schon, wir sind schon wieder viel zu lange auf Sendung. Nein, aber ist okay. Das Gesicht nimmt zu wenig Fläche vom Kopf ein. Vom Kopf ein. Hm, alles klar. Gut. Und die Ohren sind zu kurz. Wo? Wie? Nein, das war kein ach, das war Kommentar, ein Schuh gegen mich. Gegen dich? Ja. Ja? Nein. Also ich selber weggeshootet. Nein, weil ich auf solche Sachen eingehe. Ach so, ja, und richtig. Und du das auch nochmal wolltest, obwohl das ja gar nicht stimmte. Genau. Im Gegensatz zu meinem Hinweis. Genau, ja. Gut, nee, David Young spricht sehr offen im Interview über seine Zeit bei TNA, vor TNA und was danach geschieht. Nee, um mal ernst zu bleiben, er spricht über seine Entwicklung seines TNA-Charakters von vom X-Division-Titelaspiranten zum Diamonds in the Rough-Mitglied. Zwischenzeitlich war er auch noch seine riesen Niederlagenserie. Er erzählt sehr interessante Details. Unter anderem, dass ihn kein Booker mehr wirklich wollte. Dass er im Independent Wrestling eigentlich tot war. Und dass er so einige Probleme hatte, über Wasser zu bleiben. Über Wasser zu bleiben? Passt mir. Und er erzählt auch etwas über Sting und Scott Steiner. Sowie Angst, seinen Job zu verlieren. Und viele andere Dinge. Wenn ihr dieses sehr interessante Interview lesen wollt, dann geht natürlich auf das Tolle auf ist ja, tnfans.de. Man kann es zum einen im Original nachlesen und du hast ja auch nochmal den Arsch aufgerissen, das Ganze zu übersetzen. Richtig. Ja, also wer das nicht unbedingt auf Englisch sich antun will, der kann sich auch die deutsche Version durchlesen. Das ist vollkommen richtig, so ist es eigentlich geplant. Ja. Dass man auf deutschen Seiten auch deutsche Interviews kriegt. Ja, genau. Ja, sehr gesagt. Gut. Ja. Ja. Und da wir natürlich nicht wie andere Seiten nur die deutsche Version online bringen, sondern auch die englische Version, das manchmal auch ganz interessant ist, da man einige Wortspielchen oder, wie soll ich sagen, Redewendungen so schlecht manchmal übersetzen kann. Es ist manchmal interessant, das mal im Originalton, im Original zu lesen. Im Originalton zu lesen. Habe ich das doch einfach nochmal auch online gebracht, wie es ja auch gewöhnt seid. Das war übrigens das 13. Interview, aber das Schlimme war ja, dass das letzte Interview über ein Jahr zurückliegt. Anderthalb Jahre sogar. November 2004 war das. Ja. Da gab es ein Interview mit Steve Corino. Oh. Das einzige live vor Ort geführte Interview bisher. Könnte ja mal wieder was dazukommen. Könnte mal wieder was dazukommen. Ja. Ja, jetzt möchte ich noch ganz kurz euch darauf hinweisen, auf eine Euroshow aufmerksam machen, auf die ich zufälligerweise aufmerksam geworden bin. Ja. Im Hamburger Raum in Norderstedt findet nämlich im Juni eine Wrestling-Veranstaltung statt. Das läuft unter dem Namen Catch Wrestling Live in Norderstedt. Und das Ganze findet am 3. Juni 2006 statt. In der Sporthalle des Gymnasiums Haagscheide. Haagscheide? Haagsheide. Haagsheide! Ich hab's gewusst, ich fuck's ab. Also nicht nur in einer harten Scheide, sondern in einer Haagscheide. Also in Haagsheide, noch Gymnasium. Das Positives, man wird das jetzt nicht vergessen mehr. Ganz ehrlich, man kennt das ja in Oldsburg, da brüllt man ja immer Oldsburg. Ja, genau. Und wenn man jetzt Haagsheide. Nein, Haagscheiße. Wenn ich das höre, wunderbar. Nee, ich kann nur jedem empfehlen, darauf möchte ich jetzt keine Anspielung machen, dass ihr das brüllen solltet oder so. Ich kann euch nur empfehlen, zu diesem Wrestling-Event auf jeden Fall hinzukommen. Ich war selber überrascht, als ich davon gelesen habe, und das bietet sich ja an, zumindest für uns. Ja, wohne relativ nah. Ja. Auf jeden Fall an der ganzen Show ran. Und es sind wirklich top europäische Namen verpflichtet worden. Auch einige aus dem nicht-europäischen Raum. Wie zum Beispiel Rebecca Knox, die ich sehr euch allen ans Herz legen kann. Ich habe zwar nur wenig davon erst gesehen von Rebecca, aber was ich gesehen habe, ist wirklich top. Das kann man nicht mit dem normalen Women's Wrestling vergleichen, was man bei WWE sieht oder teilweise auch bei TNA, wenn es mal wieder ein Women's Match da geben würde. Das lohnt sich auf jeden Fall. Sie gibt ihr Deutschland-Debüt, ist ja noch relativ jung. Also wenn ihr den ersten Auftritt von Rebecca Knox sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall hinfahren. Ja, und nicht nur die. Richtig. Das ist ja praktisch das Who is Who Europas. Das ist ein riesen Line-Up, muss man echt sagen, ganz ehrlich. Wir haben dann nämlich zum Beispiel den ehemaligen ROH Pure Champion, Doug Williams. Ja. Dann haben wir Made in Germany, Eric Schwarz mit dabei. Also den muss man sich auf jeden Fall irgendwann mal antun, ganz ehrlich. Der hat ja wieder so ein Match gehabt bei den Heat Tapings in der WWE. Soll man so sagen, also man sieht sogar, diese Wrestler werden auch, wie soll ich sagen,
von solchen großen Companies wie der WWE entdeckt und wahrgenommen, also Erik Schwarz lohnt sich wirklich immer. Dann natürlich unser Hamburger Jung, Carsten Kretschmer. Ja. Also den kann ich auch immer nur... auf ProSieben seinen Riesenauftritt hatte und ja Elton und Simon Gosihan unterrichtet hat. Ja. Der im Main Event, so wie es aussieht, auf Ares treffen wird. Wenn ich das richtig gehört habe. Tatsächlich? Ja, ist doch angekündigt. Ich habe mir die Karte noch nicht durchgelesen. Ja, dann kann man ja später noch auf die Karte eingehen. So. Zumindestens dann sehen wir, der Baron ist ja nämlich auch mit dabei. Nämlich Tom, ist ja auch, Tom Botzek heißt er, glaube ich. Ist ja auch für ja. Tom Botzek, ja? Ja, der ist doch berühmt und berüchtigt. Der ist berühmt und berüchtigt. Viele kennen ihn bestimmt. Stiffness und sehr harten Stil. Auf jeden Fall. Der ist der Mojo aus Deutschland. Der ist der Mojo aus Hamburg. Der Baron von Hagen eigentlich. Aber natürlich unter der Baron angekündigt. Und so möchte er auch gerne vor Ort dann genannt werden. Dann haben wir noch so Talente wie Dennis Zagermann, der ja auch sein fast erstes Match bei einer kompletten Show wrestlen wird, beziehungsweise nicht sein erstes Match, sondern also er hat, glaube ich, bisher eine Rookie-Shows mitgemacht, oder wie ist das? Ich bin da nicht ganz informiert, wahrscheinlich wäre mir irgendwer jetzt böse oder so, aber zumindest wird er ein riesen Match auf der Karte haben, das mal zu sagen, und ich freue mich ganz ehrlich drauf, das zu sehen. Ja. Und er kämpft ja mit dem mit seinem Tag-Team-Partner. Debüt 2006, also insofern hast du im Prinzip recht. Ja, also ich glaube, er hat zuletzt auf jeden Fall bei der DWA war er doch mit einem Match dabei, wenn ich mich richtig informiert habe. Und der trifft ja zum Beispiel mit Holger Schossig, ein ebenfalls noch junger Athlet, auf den High Class Catch Club, den man ja, glaube ich, auch kennen kann, auf Adam Pollock und... Dürfte man auch kennen, ja. Ja, ja, wie gesagt, dann haben wir noch Blue Nikita dabei, die den zweiten weiblichen Part spielen wird. Ja, auch die bekannt. Dann auf Rebecca Knox treffen wird. Dann natürlich der Riesen-Highlight, ich habe ja schon Doug Williams, Erik Schwarz angesprochen, die treffen hier aufeinander. Dieses Duell sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen, zwei Top-Techniker. Und Carsten Kretschmer gegen Ares, wie ich es angekündigt habe. Also ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine Show, die man, wenn man in der Nähe wohnt oder auch gerne mal Reisen in Anspruch nimmt und mal Lust hat, rüberzukommen hier nach oben, auf jeden Fall in Kauf nehmen sollte. Ja, gut. Denke ich mal auf jeden Fall. Ja, alle weiteren Infos auf catchwrestling.de natürlich. Catchwrestling.de, richtig. Da kann man sich auch das Regelwerk nochmal durchlesen. Das ist für alle interessant, die... Richtig, die Euro Wrestling die noch wirklich, nicht so kennen. Ja, die wirklich mal offiziell das nachlesen wollen. Und das ist richtig. Ja eigentlich die perfekte Gelegenheit. Okay, das hat man halt nicht oft. Man hat, diese Regeln hat man eigentlich, glaube ich, habe ich so vorher noch nicht gesehen, was ich aber gut finde. Da sich dann jeder, weil ja einige Regeln sind ja ein bisschen unterschiedlich im Euro Wrestling. Zumindest kommt es auf den Stil an, die Promotion an den Tag legt. Richtig, also manche Sachen haben sich in manchen Ligen bewährt, in anderen wiederum nicht oder andere Dinge. Und es ist einfach eine Gewohnheitssache. Sehr empfehlen kann ich auch Jay Phoenix, der in Deutschland mit dabei sein wird am 3. Juni. Und ja, das war es eigentlich letztendlich da zu diesem Jahr. Kann ich nur empfehlen, wie gesagt, wir machen ja immer wieder aufmerksam auf irgendwelche Events, wo ihr hinfahren sollt. Das ist wirklich einer, wo ich sage, geht da auf jeden Fall hin. Auf jeden Fall solltet ihr diese Veranstaltung besuchen. Außerdem könnt ihr uns da treffen, denke ich mal, vor Ort. Wir werden ja auch da sein. Du sollst die Leute nicht vergraulen. Ich bitte dich. Also okay, Entschuldigung. Ja. Also ihr könnt mich dort treffen vor Ort. Na, ich soll die Leute nicht vertrauen, denke ich mal. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Oh, ist er eingeschnappt. Das wollte ich jetzt nicht. Nein, wie gesagt. Man kann sich die News durchlesen, man kann Tickets ordern. Es gibt sogar eine Wegbeschreibung. Also richtig, also man kann wie gesagt alles auf catchwrestling.de nachlesen. Bald wird es ja auch an Vorverkaufsstellen die Karten geben. Oder gibt es bereits schon. Beziehungsweise gibt es auch Karten bei ticketonline.de.
Ja, und ich meine, Tickets gibt's ab 10 Euro, also da kann wirklich jeder ganz mal ehrlich, also vorbeikommen. Wer da wohnt, wer hier im Norden wohnt, ganz ehrlich, egal, ob es halt Hamburg ist oder im Umland, wie was ich, Bremen oder Hannover, das ist alles noch zu machbar, alles machbar. Und ich meine, so eine Show darf man sich nicht entgehen lassen. Da ist auch viel Potenzial, denke ich mal, drin. Auch unsere dänischen Nachbarn sind natürlich herzlich eingeladen. Richtig, ich weiß zwar nicht, ob Danske Flöde uns hört, aber muss ich gucken. Weißt du, was Danske Flöde heißt? Dänische Sahne. Richtig. Ja. Weißt du, was Blöde Flöde heißt? Blöde Sahne, saure Sahne. Weiche Sahne. Weiche Sahne, okay. Blödbirne hat ja auch irgendwo eine Bedeutung. Also, Blöde Flöde, Danske Flöde, soll auf Dänisch heißen. Hallo, liebe Dänen, kommt rüber zu uns. Blockflöde. Blockflöde. Jetzt wird hier zu mir rumgealbert. Das ist die Sahne, die ein eigenes Tagebuch im Netz hat. Ja? Ja. Kann sein. Zumindest Karten gibt's, wie er sagte, von 10 Euro, also ab 10 Euro. Für 17 Euro könnt ihr auch ganz weit vorne sitzen. Und wie gesagt, geht einfach hin. Mich würde sehr freuen. Da fällt mir gerade was ein. Was denn? Von Johann König, den du ja nicht magst. Ich mag Johann. Wer sagte, dass ich Johann König nicht mag? Wie? Ich mag Johann König. Du fandst ihn beim Red Nose Day nicht lustig. Hä? Ja. Ich fand Johann König beim Red Nose Day nicht lustig? Ich fand jeden lustig beim Red Nose Day. Du fandest Ingo Appelt nicht lustig, weil ich fand nur Johann König lustig. So war das nicht. Ja. Und da hab ich mich nur aufgeregt, warum fandest du den nur lustig? Gut, okay. Ich meinte, ich fand die anderen auch. Johann König finde ich großartig, aber ich mag es halt nicht, dass er immer seine gleichen Geschichten erzählt oftmals. Ich weiß nicht, wie oft ich schon seine Geschichte mit dem Frischhaltungstuch und der ausgepressten Zitrone gehört habe. Mit der frisch gemachten heißen Zitrone. Das bringt er doch jedes Mal, oder nicht? Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Kennst du das nicht? Ja, ich stehe ja jeden, wenn ich dann aufgestanden bin, so normalerweise wie jeden Tag, so gegen 17 Uhr, mache ich mir erstmal eine heiße Zitrone, irgendwie mit einem Frischhaltetuch oder sowas. Oder mit einem Frischhaltetuch habe ich mir erstmal eine heiße Zitrone gemacht. Kann sein, ja. Irgendwie sowas erzählt er immer. Ich bin kein Komiker, bin von Natur aus lustig. Ach so. Ja, ich muss mir nicht irgendwie so einen komischen Scheiß anhören. Egal. Ich möchte diese Wörter nicht benutzen. Wie gesagt, noch letztes Wort dazu. Geh zu dieser verdammten Show hin. Es lohnt sich. Und das war's eigentlich dann für diese Woche von uns, würde ich sagen. Wir geben ja immer, wie gesagt, gerne mal Tipps. Ja. Manche Leute, wie gesagt, die uns hören, die verfolgen halt nur TNA, sind, oder WWE, TNA und WWE, und sind halt oftmals ein bisschen engstirnig. Ich denke, ich traue mich nicht an Euro Wrestling dran. Aber ich kann ehrlich sagen, ich war selber am Anfang auch skeptisch und habe mir gedacht, Euro-Wrestling, na gut, das ist fast vor meiner Haustür, dann kann ich ja mal hingehen und die 10 Euro ausgeben. Und seitdem bin ich begeistert. Ich gehe derzeit lieber auf Euro-Wrestling-Shows als auf irgendwelche WWE-Haus-Shows, weil es viel persönlicher ist. Du kannst mit den Wrestlern viel näher in Kontakt treten, beziehungsweise du kannst mit denen besser spielen, sage ich mal. Die ganzen Chant-Duelle und so weiter, das kommt schon alles ganz lustig, also kann ich nur empfehlen. Das ist natürlich hier, es gibt die Tickets sogar im Kartenhaus in der Gertigstraße. Weißt du, was ich da mal für Tickets geholt habe? Nein. Für die WWF Tour 94. Heart Attack Tour? Nein. Die war im März. Die hatte irgendwie keinen Titel. Das war meine allererste Wrestling-Veranstaltung überhaupt. Und die bieten jetzt auch Tickets eben für Catch Wrestling Norddeutschland. Das ist doch toll. Das ist großartig. Sieht man mal. Ja, so schließt sich der Kreis. Ja. Ja. Nach 12 Jahren oder nach über 12 Jahren wieder Tickets dort. Wie gesagt, an genügend alle Informationen dazu auf catchwrestling.de. Dann würde ich mal sagen, mit diesen tollen Infos und dem Tipp, da mal hinzugehen und euch das anzugucken, würde ich sagen, schließen wir die Ausgabe für diese Woche, ja, die ja jetzt bald die 2 Stunden erreicht hat. Du hast noch 17 glorreiche Sekunden, ne? Die du... Ich habe 70 glorreiche Sekunden, die ich dir hier vorstellen möchte. 17. 17, ja. 17 Sekunden. Du hast 70 gesagt. Achso, egal. Ich sage tschüss und ich möchte, ganz ehrlich, wir verabschieden uns diese Woche nämlich nicht nur mit dem Theme-Song, sondern mit der James Storm Promo vom Pay-Per-View. Lockdown! 17 Sekunden James Storm live on the microphone. Oh yeah! Du hast einen Dachschaden. The Cowboy! A dance off. Du hast was verwechselt. Bitte, ganz ehrlich, holt euch diese verdammten One Piece Dub DVDs, egal wo ihr sie jetzt herholt, auch wenn man keine DVDs mehr in Deutschland irgendwo kaufen darf. Aber man darf sie nicht kaufen. Ja, das klingt so, als gäbe es sie. Wegen FSK 18 oder was weiß ich.
man darf sie nicht kaufen. Nee, aber kauft ihr das, um euch nur dieses Tracy's Mother-Szene reinzuziehen, ja, wie er zusammen mit Steve Corino und Chris Hamrick gegen Sharkboy, ich was gesagt. Ja, warum nicht? Blue Mini, El Snoo und Masato Tanaka ein Dance-Off, also ein Tanzduell macht. Und ich liebe das, wenn dann Tracy Smothers, von dem ich seitdem auch ein riesen Fan bin, ans Mikrofon geht und meint, okay, Alvin und dir, let's do a Dance-Off. Weil das so cool formuliert. Genau, und die tanzt richtig schon. Und Steve Corino einmal tanzen zu sehen, kann ich nur jedem empfehlen, der hat's echt nicht drauf. Aber er meint auch selber, das war für ihn sehr peinlich oder beziehungsweise sehr schwer sich zu überwinden. Das ist meine extra Information für euch. Nur ist aber gut. Nur ist gut. Ich möchte gerne, dass du dich zuerst verabschiedest, damit ich nochmal James Storm meine letzten Worte richten kann. Dann werde ich jetzt das Headset ablegen und ja, wer immer es auch guckt, viel Spaß bei Backlash und wir haben alle frei. Ja, richtig. Deshalb ordert den Pay-Per-View trotzdem. Ja, das kann man ja Wrestling in Deutschland. Ja. Aber guck's nicht an, mach die Augen zu. Wie? Nee, den Main Event kann man gucken und das Money in the Bank IC Title Match. Und das Women's Match wird auch gut. Und ja. Dann verabschiede ich mich. Bis nächste Woche. Schönes Wochenende, schönes langes Wochenende. Tschüss! Okay. Mit diesen Worten von JFK will ich mich auch für diese Woche verabschieden. Und zwar folgendes. Gleich werdet ihr James Storm, komplette Promo nochmal vom Pay-Per-View. Ich wünsche dabei viel Spaß und denkt immer daran, tretet dem James Storm Fanclub bei. Denn wenn ihr auf seiner Seite seid, seid ihr auf meiner Seite. Und das ist die richtige Seite. Also viel Spaß. Seid bis nächste Woche. Ciao, ciao. Sting, you and your warriors, these people didn't come to see you. They came to see us. So what we're gonna do, we're gonna drink our beer. We're gonna walk that ramp. And we're gonna beat some people's ass. Sorry about your damn luck.